Star Citizen übersetzt. Euer Blick hinter die Kulisse der Spielentwicklung. Schnallt euch an, heute gibt's wieder jede Menge Inhalte, wie immer. Wenn ihr eines meiner Videos einschaltet, fast immer. Letzte Woche gab's ja die Übersetzung des Videos von Sandy und Chris. Das war nicht ganz so lang, aber auch sehr, sehr interessant. Heute starten wir tatsächlich gar nicht mit einem Inhalt von CIG, sondern von dem englischen Creator-Kollegen BoardGamer. Und zwar hat der zwei Ex-CIG-Mitarbeiter zu Besuch im Interview gehabt. Und was die dort erzählt haben, das bringe ich euch gleich als erstes in diesem Video. Und das im Rahmen eines Käffchens. Dann gibt es nämlich auch noch Änderungen im Patch 3.14. Ich wollte euch ein bisschen auch nochmal über meine ersten Erfahrungen und Gedanken zu dem neuen Gameplay-Element, kann man das sagen, also zu Horizon und zu den Wolken insbesondere, erzählen. Dann gab es ein Calling All Devs, das Core-Gameplay-Update, wo es um viele verschiedene Gameplay-Elemente geht, unter anderem das Heilungs-Gameplay, sehr interessant. Altbekannte Themen wie die Inventarmechanik und das Hacking, da gibt es einige Worte zu und so dies und jenes mehr. Dann gibt es ein Star Citizen Live, natürlich auch im Hinblick auf 3.14, das ist auch inzwischen 2 Wochen alt. Ich bin ein bisschen in Verzug, tut mir leid. Und am Ende habe ich tatsächlich auch noch einen Ausschnitt aus dem Inside Star Citizen von vor 3 Wochen. Bevor ich mich jetzt für verrückt erkläre, da gab es einen Sprint-Report. Und hier werde ich auf den Begriff Radial eingehen. Ich werde nochmal die Normal Maps angucken. Und ich werde auch nochmal kurz auf die Sign Distance Fields eingehen. Ich finde, das ist ein wichtiges Thema, was man gar nicht häufig genug erklären kann. Und aus diesem Grund habe ich mich entschieden, auch nochmal den Sprint Report vom, ich glaube, inzwischen 18. Juni mit einzubinden. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video. Und los geht's mit BoardGamer und den Erzählungen der beiden Ex-CIG-Mitarbeiter. Viel Spaß! Ja, ganz interessant. Wie gesagt, war eine Überraschung für mich. Ich gucke gar nicht so häufig BoardGamer. Aber dieses Video hat meine Aufmerksamkeit erregt und ich habe mir das sehr gerne angeschaut, weil die beiden Besucher, die er dort hatte, einfach ja sehr viel Begeisterung ausgestrahlt haben und ich ihnen einfach sehr, sehr gerne zugehört habe. Und wer sich das Video im Original angucken kann und möchte, wer die englische Sprache versteht, klickt gerne auf den Link hier rechts oben eingeblendet und schaut es euch im Original an. Das lohnt sich auf jeden Fall. Zu Besuch waren bei BoardGamer ein Concierge Support Specialist und ein Senior Animator, der dort auch im In-House Motion Capture Bereich gearbeitet hat. Der Concierge Support Specialist, mit dem fange ich mal an, der hat in Austin gearbeitet, Texas. Hier hatte er den direkten Kontakt zu den Kunden, uns Unterstützern von Star Citizen und war natürlich verantwortlich dafür, die Kundenzufriedenheit hochzuhalten. Außerdem hatte er die Aufgabe, sich zu überlegen, wie und welche Mehrwerte er den Bäckern noch bieten könnte oder beziehungsweise das ganze Team. BoardGamer fragt nach den verrücktesten Anfragen, die er hatte und der Concierge Support Specialist antwortet, das sind sicherlich die, wo er gefragt wurde, dass er dies und jenes direkt an Chris Roberts weitergeben sollte. Und über Chris Roberts erzählt er, dass er es noch nie erlebt hat in seiner Berufslaufbahn, dass jemand neben den Managementaufgaben auch noch operativ in der Spielentwicklung beschäftigt ist oder mit der Spielentwicklung beschäftigt ist. Und das hat ja Chris auch letzte Woche in dem Chris und Sandy Video erzählt, wo Chris ihn gefragt hat, sag mal, was, du programmierst ja des Nachts immer, was machst du denn da eigentlich? Und dann hat er dort erzählt, über seine Arbeiten. Schaut da also auf jeden Fall gerne auch nochmal rein, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Auch den Link binde ich nochmal kurz ein. Hier rechts oben gerne draufklicken und angucken, wenn ihr das noch nicht getan habt. Der Concierge-Mitarbeiter sagt, Ex-Mitarbeiter sagt, dass Chris ein extrem beschäftigter Mann ist
und er bezweifelt es, dass Chris ein Ohr hätte für die Support-Mitarbeiter, die ihn nebenbei dann auch noch mit Kundenanfragen zuschmeißen würden. Insofern sei es also am Support-Team, auch diese Anfragen zu beantworten und nett zu verpacken, dass das eben nicht möglich ist. So, übrigens hier nochmal mein Aufruf. Langes Video, wer kann und hat oder noch nicht hat, sollte sich auf jeden Fall ein Heißgetränk seiner Wahl organisieren. Ich habe heute hier auch wieder einen großen Becher stehen. Schadet ja nicht, zwischendurch mal was zu trinken und seine Stimmbänder zu ölen. So, kommen wir zu dem Senior Animator, In-House Motion Capture Performer. Und der gute Mann ist seit 20 Jahren in der Film- und Games-Industrie beschäftigt. Der hat also wirklich Ahnung und der spricht auch sehr, 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 sehr positiv von CRG und sagt, sowas hat er selten erlebt. Er will nicht sagen, er hat es nie erlebt, aber er hat es selten erlebt, was er hier bei CRG erlebt hat, und zwar im Positiven. In der frühen Phase des Projektes hat er die Metriken entwickelt, also der ist schon seit 2014 dabei, und eingeführt. Sprich, die Standardisierung der Cockpits, um so bei den unterschiedlichen Cockpits nicht mehr 40.000 Animationen alleine für das Hinsetzen und Aufstehen zu haben über 7 verschiedene Cockpits, sondern eben nur noch 10% davon. Und diese Standardisierung der Metriken, die fand Chris Roberts super gut, hat da sofort sein Go für gegeben und das wurde von dort aus für das gesamte Spiel übernommen. Sprich, die heutigen Usables. Alles, was zu benutzen ist, zum Hinsetzen, Anfassen, Angucken und so weiter, basiert alles auf dem Metriksystem, was sich der Senior Animator hier erdacht hat. Alles irgendwie Benutzbare wurde hinsichtlich der Metriken sorgfältig definiert und erst im Anschluss wurde damit begonnen, die Cockpits zu erstellen. Und das alles geschah im Jahr 2014, wie gesagt. Alle Schiffe bis heute basieren auf diesem Metrikensystem, was CRG immer weiter verfeinert und hierin auch nach Aussage des Animators immer besser wird. Und auch für die Animator-Kollegen, also generell die Animators, das erklärt er hier, die schnell frustriert sind, wenn man sie einschränkt, weil sie sich schnell in ihrer Kreativität eingeengt fühlen, ist dieses System, was ja eigentlich sehr einengt, trotzdem eine gute Sache. Denn außerhalb der metrikgesteuerten Spielbereiche können sie sich ja nach Herzenslust austoben. Nur innerhalb dieser Bereiche ist es natürlich essentiell, dass sie sich an die Vorgaben halten, aber das ist ein Konsens, der gut funktioniert. Das beste Beispiel für die funktionierenden Cockpit-Metriken ist übrigens die Bennu Defender. Das Schiff war eine sehr große Herausforderung aufgrund des organischen Designs, aber es war trotzdem ohne Komplikationen umsetzbar, da sich das Metriksystem an die vereinheitlichten Metriken gehalten wurde. Ja, das als kleiner Ausflug in die Arbeiten und Erfolge des hier im Video zu hörenden ehemaligen Senior Animators von CIG. Beide sprechen übrigens nicht über die Gründe, warum sie CRG verlassen haben, was ich persönlich sehr schade finde, das hätte ich jetzt gerne nochmal hinterfragt, aber vielleicht ist es auch einfach die Kultur dort in den USA, die kommen beide aus den USA, soweit ich das verstanden habe, dass man dort nach ein paar Jahren einfach wechselt, um für den Arbeitsmarkt interessant zu sein. Das ist ja dort nicht so, wie hier es in Deutschland gewesen ist, dieser Arbeitsmarkt wandelt sich ja auch inzwischen, dass man eben 20 Jahre in ein und demselben Unternehmen ist und dann mit diesem Unternehmen verheiratet ist. Das ist ja eher ein Auslaufmodell auch unserer Arbeitskultur inzwischen. Ja, und der Concierge-Mitarbeiter, der erzählt noch so abschließend, dass seit 2017 die Concierge-Tickets immer mehr wurden und man sich dann auch dort, ich sag mal so analog zu diesem Metrikensystem, immer mehr mit Richtlinien und Prozessen beschäftigt hat, diese weiter ausgearbeitet hat, um effizienter und schneller zu werden und so dieser immer weiter wachsenden Flut an Anfragen begegnen zu können. Und tatsächlich überstieg zuletzt sogar die Anzahl der Concierge-Tickets die der Nicht-Concierge. Board Gamer fragt dann, wie war es eigentlich so generell für CRG zu arbeiten? Und beide sagen unisono, das war großartig. Kollegium und Arbeitsmoral waren toll und der Concierge-Specialist hat seine Zeit am Standort Austin sehr genossen, erzählt er. Auch der Animator bestätigt das. Es war immer was los. Er hat nur selten in seiner Berufslaufbahn einen so engen Zusammenhalt des Kollegiums erlebt. Auch hat man aufeinander geachtet. Bemerkte man, dass sein Kollege, eine Kollegin erschöpft war, ist man aufgestanden und
hat eine Runde Donuts besorgt. Oder in Zeiten, wo man selber in so eine zweiwöchige Crunch-Phase reingerutscht ist, weil man eben so intensiv mit seinem Projekt beschäftigt war und etwas fertig haben wollte. Dann kam jemand um die Ecke und fragte, ob alles in Ordnung sei, ob man Unterstützung benötigen würde. Er hat die Arbeit abgenommen. Und das war dann kein Producer oder kein Vorgesetzter, das waren einfach Teamkollegen, die die Gemeinsamkeit schlicht lebten. Boardgamer hakt hier ein und sagt, Moment, Crunch bei CRG? Wann gibt es denn das und zu welchen Gelegenheiten? Ja, und da erzählt dann der Ex-Concierge-Specialist, nun, immer um die Sales-Events herum natürlich, sei es ein Concept-Sale oder ein Quartals-Release, wo dann irgendeine Sale, eine Verkaufsaktion dann mit eingebunden war. Und diese Crunch-Phasen, die waren aber nicht vergleichbar mit denen anderer Studios. Die waren hier nicht mehrere Monate, sondern immer überschaubar. Und die intensivste findet jedes Jahr vor dem Anniversary Sale statt, was dann mal 4 Wochen sein können, in denen der Teamgeist so richtig zum Tragen kommt und alle sich sagen, okay, gemeinsam packen wir das. Und das wurde auch so gelebt. Man arbeitet dann vielleicht 10 Stunden am Tag, musste eine Mission oder einen Missionsgeber oder einen ähnlichen Teil eines Patch-Releases fertig bekommen. Und hatte man dann seinen Teil geliefert, ist man selbstverständlich zu den anderen Abteilungen gegangen und hat geguckt, ob dort Unterstützung benötigt würde. Und es gab immer was zu tun. Am Ende aber war es die großartigste Belohnung, die Präsentation von Chris Roberts anzuschauen und zu wissen, dass man Teil dessen ist, seinen Teil beigetragen hat, und das war ein tolles Gefühl. Die Präsentation von Chris Roberts, da sind sich beide Gäste einig, die sind am besten. Alle sind so begeistert von dem, was sie tun, und es ist ein Tumult und ein Aufschrei, wenn wieder irgendwas Tolles passiert oder auch ein Oh, wie letztes Jahr, als dann der Sprung nicht geklappt hat, in der internen Vorführung natürlich genauso. Und während dieser Präsentation, da herrscht im Team eine Stimmung jedes Mal, wie beim Start vom SpaceX, wird uns hier mit quasi leuchtenden Augen, obwohl wir die beiden nicht sehen, aber man kann es so aus den Stimmen heraus entnehmen, mit leuchtenden Augen erzählt. Boardgamer versucht die so ein bisschen einzubremsen und sagt, na, was denkt ihr eigentlich so allgemein über das Projekt Star Citizen? Aber die Begeisterung von den beiden ist nicht so richtig zu stoppen. Sie erzählen, es ist der nächste Schritt in Computerspielen. Ein Schritt in die Richtung über das hinaus, was bei Computerspielen möglich gewesen ist. Niemand hat so etwas je zuvor versucht. Es sprengt jegliche Dimensionen in Sachen Gameplay, Technik, Vision und Ambition. Und beide sind stolz, Teil der Entwicklung gewesen zu sein und beobachten auch weiterhin gespannt die Entwicklung dieses Projekts. Das war Boardgamer nicht gut genug, es war eben nicht, er versucht so ein bisschen rauszukitzeln, es muss doch irgendwo was zur Kritik irgendwo geben und fragt dann weiter, habt ihr Bedenken oder Sorgen hinsichtlich Star Citizen? Und beide antworten wieder, nicht wirklich hinsichtlich des Projekts, nicht mehr. CRG hat eine Menge Kämpfe ausgefochten auf dem Weg dahin, wo wir heute sind, und herauszufinden, wie die Vision von Chris Roberts Wirklichkeit werden kann. Die Bedenken und Sorgen, die Boardgamer hier erfragt, die gehen eher in eine Richtung, in eine ganz andere Richtung, und zwar in die Richtung der Bedenkenträger und der negativen Stimmen von außen. Menschen sagen, dass CRG es niemals schaffen würde. Menschen, die mit Clickbait-Artikeln Halbwahrheiten verfassen, verbreiten und damit eben ja Klicks und Geld verdienen wollen. Oder Menschen, die das Projekt einfach nur schlecht machen wollen. Aber häufig sind das auch Menschen, die Star Citizen noch nicht mal gestartet haben, geschweige denn gespielt. Und die beiden Gäste hier sind sich sicher, wenn diese Leute Star Citizen einfach nur mal starten würden, wenn sie ihm eine Chance geben würden, dann würden sie auch ganz schnell fasziniert sein von diesem Projekt und es immer wieder starten wollen. Und es ist ja auch so, mit jedem weiteren Patch entwickelt sich Star Citizen weiter in einen Fortschrittsbereich, hin zu einem Horizont, der diese Menschen, auch diese Menschen, bald verstummen lassen wird, sodass sie Star Citizen nicht mehr als Vaporware oder Scam bezeichnen. Allerdings, das geben die beiden zu, gibt es noch 2 Themen, die auch bei CRG für Fingernägelkauen sorgen, und das sind
Server-Meshing und iCache. Jüngst ja umbenannt in Entity Graph, haben wir gerade gelernt. Auch in dem Video von Star Citizen, von Chris Roberts und Sandy Gardiner letzte Woche. Aber sie sagen auch, selbst wenn das im ersten Schritt fehlschlägt, dann kann CIG, und tatsächlich sagt der Senior Animator hier, der spricht eher von CI, also von Cloud Imperium, der Concierge Specialist spricht von CIG, sind sich da irgendwie selber nicht so richtig einig. Also selbst wenn das fehlschlägt, dann kann CIG einen Rollback machen und das Spiel, die Testumgebung trotzdem spielbar halten und an der Mechanik und dieser Technik dann eben doch weiterarbeiten. Und das ist ein weiterer Punkt, der Star Citizen von allen anderen AAA-Titeln unterscheidet. Werden andere Spiele veröffentlicht, dann ist das der unveränderbare Status quo. Es können noch Korrekturen per Patch nachgereicht werden, aber die Entwicklung selbst ist fertig. Star Citizen kann ständig überprüft werden, Feedback eingesammelt und dann weiterentwickelt und verbessert werden, immer mit dem Auge auf das Endziel, die Vision von Chris Roberts. Käffchen. So, und jetzt haut Board Gamer nochmal richtig rein, er schnappt sich dieses Thema und ja, er ist echt gut in seinen Fragen, die er so harmlos stellt, aber die tief reinbohren. Er will einfach so ein bisschen Futter haben und er fragt jetzt, Mensch, negatives Feedback, es gab doch viele Artikel über die unmöglichen Arbeitszustände bei CIG, den unsäglichen Forbes-Artikel, alle Arten von negativen Shoutouts im Internet, zum Beispiel von Kotaku nennt er, Feature-Creep-Kritik, Unterstellung, dass bei CIG alles den Bach runtergehen würde, alle das sinkende Schiff verlassen würden und dass die Arbeitsatmosphäre vergiftet ist. Was ist denn da jetzt mal dran? Also Butter bei die Fische, wie wir in Hamburg haben, oder Hosen runter, nicht gelogen. Und beide sagen wieder, ne, da ist nichts dran. Niemand wurde gezwungen, ins Büro zu kommen, auch nicht als in Austin war das, glaube ich, das habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben. Es gab irgendwo eine Katastrophe, wo wirklich alles überschwemmt wurde, Strom ist ausgefallen und so weiter. Und die Leute konnten zu Hause bleiben, die mussten nicht ins Büro kommen. Und es wird ständig auf das Befinden und die Gesundheit der Mitarbeiter geachtet. Und tatsächlich auch nach ihrem Ausstieg bei CIG pflegen beide Gäste von Board Gamer hier enge Freundschaften mit dem ehemaligen Kollegium. Tatsächlich aber, hinsichtlich der toxischen Arbeitsatmosphäre, der angeblichen toxischen Arbeitsatmosphäre, ist das ein Problem der Spieleentwicklungsbranche allgemein. Und das wird gerne als Allgemeinplatz umgemünzt auf CIG. Aber das trifft tatsächlich überhaupt nicht zu. Es herrscht eine überaus gesunde Kultur, in der die Arbeit Spaß macht. Beide können überhaupt nichts Negatives berichten über ihre Zeit bei Cloud Imperium. Dennoch haben diese Artikel, diese Berichte und diese negativen Stimmen eine Wirkung, vielleicht auch eine beabsichtigte Wirkung. Es arbeiten Menschen bei Cloud Imperium, die dem Arbeitgeber und ihrem Projekt mit Herz und Seele verbunden sind und auch diese Begeisterung nach außen tragen möchten, andere Menschen davon begeistern möchten. Die meisten dieser Mitarbeiter, die interessieren sich nicht für diese negativen Stimmen und die sagen sich, oh ja, der Forbes-Artikel, ja, was gibt's eigentlich zum Mittag? Aber es gibt eben einige und darunter auch der Senior Animator hier, wie er erzählt, die werden traurig, deprimiert oder wütend. Aber so im Laufe der Monate und Jahre, man unterhält sich dann mit anderen Teams, geht mal in die Support-Abteilung und bekommt auf die Schulter geklopft und lernt, solche negativen Stimmen zu ignorieren oder auch gar nicht erst anzuschauen. Hinsichtlich des Scam äußern sich die beiden Gäste, dass Star Citizen im Gleichschritt mit dem Spendenvolumen gewachsen ist, hinsichtlich der Ziele und auch hinsichtlich der technischen Umsetzung. Wenn es also ein Scam wäre, dann wäre es der schlechteste Scam der Geschichte, weil das eingenommene Geld verbraucht wird, um die versprochenen Ziele, die Ideen und Visionen Wirklichkeit werden zu lassen. Okay, und an dieser Stelle gibt Board Gamer auf und fragt, okay, was kann CIG denn tun, um sich zu verbessern? Und da sitzen beide und sagen, gute Frage, wirklich gute Frage. Und sie überlegen beide scharf.
Vor einem halben Jahr hätte der Concierge Specialist gesagt, dass die Roadmap etwas Liebe bräuchte, also etwas Zuwendung bräuchte, aber die neue Überarbeitung ist großartig und hat alle Schwächen ausgeräumt, die bis dahin existierten. Die Detailtiefe, dass man Themen sieht, die noch nicht offiziell angekündigt sind und über die man sich aber trotzdem informieren kann und sie sehen kann, dass sie in Arbeit sind, das ist super. Der zweite Kritikpunkt wäre der fehlende Fokus auf Gameplay-Loops gewesen, vor allem auf Refueling, Medical, Salvage. Aber auch hier hat CIG jetzt ja jüngst eine Kehrtwende hingelegt und ist von selbst drauf gekommen, dass sie in dieser Richtung einen größeren Entwicklungsschwerpunkt legen müssen. Und ja, CIG ist einfach lernfähig. Und das Conclusio ist, dass CIG unbedingt zusehen muss, hier am Ball zu bleiben und diese Mechaniken zeitnah ins Spiel zu bringen. Die müssen nicht perfekt sein, sie können Fehler enthalten, aber in ihrer ersten Iteration, in diesem Tier-Zero-Zustand, müssen sie in einer ersten grundlegenden Version funktionieren und zeitnah ins Spiel kommen. Das nächste sehr wichtige Kernelement, das CIG unbedingt in absehbarer Zeit lösen muss, ist die Veröffentlichung von Squadron 42. Das müssen sie jetzt rausbringen. Hier sind sich beide Gäste ebenfalls einig. Wenn sie das schaffen, dann wäre das einer der größten Erfolge, die Cloud Imperium Games erreichen kann. Und am Ende piekst Board Gamer die beiden nochmal und fragt: Wann denkt ihr, kommt denn Star Citizen und Squadron 42 raus? Und beide stöhnen auf und erklären, wenn iCache und Server-Meshing funktionieren, dann eher früher als später. Wenn es sich als Katastrophe herausstellt, ja, diese Fragen, die sind tatsächlich ein Großteil der, die auch im Concierge-Support auftauchen und die können faktisch einfach nicht beantwortet werden. Übergreifend betrachtet ist jeder Hausbau teurer als geplant und dauert länger als geplant. Und so ist es eben auch hier. Alles hängt vom Fortschritt, den technischen Erfolgen, den notwendigen Ressourcen in der Entwicklung von Star Citizen und Squadron 42 ab. Und deshalb, und weil die Gäste auch die nächsten Nächte ruhig schlafen wollen, werden sie hierzu keine Schätzung abgeben. Und was sind eure letzten Worte? Fragt Board Gamer. Love the community, love CIG. Same here. Wir lieben die Community, wir lieben CIG. Tolles Interview, Hut ab, Board Gamer. Toll gemacht, mega spannende Sendung und ja, Wahnsinn. Einfach mal diesen Blick hinter die Kulissen zu geben und die beiden wirken authentisch. Das finde ich ganz wichtig. Also, es ist jetzt nicht so, dass es wirkt, als wären sie irgendwie eingekauft, als wäre es unecht. Nee, die brennen für das Projekt. Und wie gesagt, das Einzige, was ich mir gewünscht hätte, wäre wirklich diese Information, warum sind sie da eigentlich weggegangen? Aber ich erkläre es mir einfach so, dass es nicht wichtig war, das zu erzählen, weil es zum Teil der Arbeitskultur gehört, eben alle paar Jahre dort zu wechseln und sich weiterzuentwickeln, ja, den Lebenslauf dynamisch zu halten, neue Positionsbezeichnungen zu haben und so dann, ja, mehr Geld, mehr Verantwortung zu bekommen und so weiter. Sehr, sehr spannend, auf jeden Fall. Ja, 3.14 steht vor der Tür. Wenn dieses Video rauskommt, gehe ich davon aus, dass die Evocati-Phase beendet ist und 3.14 im PTU ist, dementsprechend der NDA nicht mehr gilt. Das, was CIG hier mit Orison und den Gasplaneten erreicht hat, das ist unfassbar. Es ist eine technische, wie ich finde, eine technische Meisterleistung. Aber was sie immer wieder betonen und wo ich mir nicht so sicher bin, ob das wirklich bei der Community angekommen ist, weil so ein extremer Hype herrscht, das ist die allererste Iteration dieser brandneuen Technologie. Und sie sind eigentlich noch mitten in der Entwicklung. Sie wollten aber die Zusage eben einhalten, dass sie es rausbringen. Das bedeutet aber, dass die Grafik, die wir teilweise in Inside Star Citizen gesehen haben, nicht so hundertprozentig der Wirklichkeit entspricht. Das bedeutet, dass wir Frameraten haben, die jenseits von Gut und Böse sind, und zwar im negativen Bereich. Also diejenigen von uns, die schon in der Version 2
damals unterwegs im Verse gewesen sind, die werden sich an die guten alten Zeiten erinnert fühlen. So mit ein bis niedrigen zweistelligen Frames. Vielleicht rede ich ja Blödsinn und vielleicht haben sie das alles toll jetzt optimiert. Ich glaube da aber nicht dran, weil sie es eben auch hier und da in den letzten Videos so im versteckten Nebensatz erwähnt haben, dass diese Technologie, wie gesagt, brandneu ist, dass sie noch ihre Macken hat und dass sie noch jede Menge optimieren müssen, dass sie mit der Grafikqualität nicht zufrieden sind, dass sie mit der Performance nicht zufrieden sind. Aber sie haben jetzt eben die erste Iteration rausgebracht, die Tier Zero Variante, und sie werden es stetig weiterentwickeln. Wie bei den Monden, als die anfangs rauskamen, da war die Performance ja auch wirklich nicht toll und die Monde sahen im Vergleich zu heute eben auch sehr langweilig aus und haben sich im Laufe der Monate und Jahre immer weiterentwickelt. Und so wird es eben auch mit dem Gasplaneten sein und mit Horizon sein. Und das wollte ich einfach nochmal hier wirklich nochmal darauf hinweisen an der Stelle, dass ihr euch, ja, freut euch. Also ich, wie gesagt, ich fand dieses Video zum Beispiel von dem Eradicator, der geschrieben hat, oh, Horizon mit 30 Frames pro Sekunde. Ach, sowas ärgert mich, weil, also ich persönlich hatte nicht einmal 30 Frames. Und ich habe einen relativ guten Rechner hier stehen. Es kann eben natürlich auch, wie gesagt, in den Einstellungen liegen. Es kann sein, dass sie es verändern, aber ich hatte anfangs eben, wie gesagt, Frames im einstelligen Bereich, dann im zweistelligen Bereich. Habe hier eine Grafikkarte mit 16 GB VRAM, habe eben auch eine relativ fixe CPU. Daran kann es also nicht liegen. Und wie gesagt, stellt euch da einfach auf Probleme ein und stellt euch einfach darauf ein, dass das Spiel noch in Entwicklung ist. Punkt. Genau. Und mir ist es lieber, wenn ihr hinterher ankommt und sagt, oh, der Astro, der hat hier Blödsinn erzählt, ich habe hier 40 Frames. Ey, dann freue ich mich total, ist alles super. Aber es wäre schade, wenn ihr da mit riesen Erwartungen rangeht und dann feststellt, oh, die Wolken sind gepunktet und ich habe hier irgendwie nur niedrige Frames und das ist ja alles doof. Es ist nicht doof, es ist in der Entwicklung und der Rest des Verse funktioniert. Also ich fand, dass wir zuletzt sehr, sehr stabile Builds hatten, die tatsächlich auch lange liefen und wo der Spielspaß, der Altbekannte, gegeben war. Und ich freue mich einfach auf die nächsten Patches, die kommen, wo Horizon und diese Wolkentechnologie einfach weiter ausgebaut werden und dann zu dem werden, was wir uns vorstellen und was uns auch in den Videos gezeigt wurde. Genau. Aber 3.14, also soll ich sagen, es wird sowieso ein böses Erwachen für viele von uns. Es wird sich wahnsinnig, wahnsinnig viel verändern. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir gerade so die Grundmechaniken, mein Kaffee wird schon wieder kalt, ich nehme mal kurz einen Schluck. Dass gerade die Mechaniken, die jetzt reinkommen, einfach dafür sorgen werden, dass wir uns komplett umgewöhnen müssen. Raumschiffe neu fliegen lernen, mit diesen Capacitors, mit den Kondensatoren umgehen müssen, mit der Energieverteilung. Und dazu gibt es einen Eintrag von dem guten Wayne CRG zum Thema Alpha 3.14. Er nennt es Alpha 3.14 Patch Watch. Initial Shields and Weapons Balance, also die initiale Schild- und Waffenbalance. Ja, ich würde sagen, wir gehen das mal durch. Er schreibt dir Hallo zusammen und willkommen zum ersten Alpha 3.14 Patch Watch, in dem ihr einen detaillierten Blick auf die kommenden ersten oder den kommenden ersten Balance Pass für Schiffsschilde und Waffen bekommt. Und hier schreibt er das dann auch: mit der Einführung von Capacitor Gameplay, Energy Management V2 und dem Missile Operator Mode hat das Team die Gelegenheit genutzt, um fast alle Kampfwerte für die Schiffswaffen und Schilde von Star Citizen zu überprüfen und neu zu balancieren, also auszurichten, zu balancen. Einige Änderungen sind signifikant, sind sehr deutlich und betreffen die Standardausrüstungen vieler Raumjäger, damit sie besser zu ihrer beabsichtigten Rolle im Verse passen.
Natürlich könnt ihr die Ausrüstungen eurer Schiffe immer noch so anpassen, dass sie am besten zu eurem individuellen Spielstil passen und wir freuen uns darauf, einen genauen Blick auf eure Ausrüstungen zu werfen. Schaut euch also bitte die Änderungen im Spiel an, testet sie auf Herz und Nieren und teilt uns euer Feedback mit. Das ist ganz wichtig, finde ich, was er hier sagt. Es ist in der Entwicklung. CRG schaut sich unser Feedback an und passt das Spiel dann dementsprechend auch an. Das bedeutet aber auch, dass wir Patches haben, wo es einfach nicht so unserer Vorstellung entspricht und wo viele den Joystick frustriert in die Ecke werfen. Aber wie gesagt, sie hören sich das an und versuchen immer den besten Kompromiss zu finden aus Spieltiefe und Spielspaß. Das schreibt er eben auch hier, dass sie die Kommentare prüfen werden. So, dann gucken wir mal rein in das erste Thema, nämlich der Schilde. Hier steht Designziele. Das Ziel ist es, den Spielern das Gefühl zu geben, mehr Kontrolle über die Schilde mithilfe des Power Triangles zu haben. Also das Dreieck, das kennen wir auch schon. Das hat bloß bisher nicht richtig funktioniert. Darüber wird uns später noch erzählt im Star Citizen Live, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall habe ich das übersetzt und irgendwo taucht das auf. Außerdem sollen die Schilde ausbalanciert werden, indem die Jäger eine schnellere Regeneration erhalten und kleinere Schiffe sich durch die Schilde von größeren Schiffen durchkämpfen, durchschießen können, anstatt gegen die sofortige Regeneration anzukämpfen. Das heißt, die Schilde der großen Schiffe regenerieren, also die sind zwar stärker, aber die regenerieren sich so langsam, dass trotzdem kleinere Schiffe etwas dagegen unternehmen können. Insbesondere würde ich mal vermuten, wenn es mehrere dieser kleinen Schiffe sind. Ergebnis? Die Änderungen an den Schilden sind für die erste Version nicht sehr umfangreich. Wir haben jedoch ein paar nicht spielerbezogene Veränderungen entfernt und versucht, die Generatorgrößen für bestimmte Schiffsklassen zu splitten. Besonderheiten: Größe 0 und Größe 4 Schilde. Keine Änderungen. Größe 1 Schilde. Oh, viele Änderungen. Typischerweise auf kleinen Jägern und Transportern verwendet, wie die Gladius. Die haben jetzt ein hohes Regenerations- und Hitpoint-Verhältnis, haben aber insgesamt wenige Trefferpunkte. Und sie haben nur noch, ja, Bubble Shields nennen sie das. Das haben sie auch jetzt in einem anderen Video erklärt, dass die kleinen Schiffe, wenn die getroffen werden, dann nimmt die, die Schildenergie rundherum ab. Das heißt, die haben keine Seiten mehr. Vorne, hinten, links, rechts fällt weg. Wenn man hinten aufs Schiff schießt, dann wird auch vorne das Schild, die Schildenergie weniger. Ganz anders ist das dann bei den größeren Schiffen. Ab welchem Schiff, das werden wir vielleicht hier auch gleich dann entsprechend lesen. Ich lese den Text zum ersten Mal tatsächlich. Bin gespannt, was uns da noch erwartet. Also auf jeden Fall ist es so, dass sie hier eine Änderung eingeführt haben, dass bei den kleinen Schiffen diese Sign Distance Fields Technologie zwar zum Einsatz kommt, aber eben die Treffererkennung nur noch auf die Gesamtfläche berechnet wird. Ich vermute einfach mal, dass das die Berechnung erleichtert. Aber so richtig einen Reim drauf machen kann ich mir nicht, weil ich es eigentlich ganz witzig fand, wenn man eben nur von einer Seite ein Schiff trifft, dass dann auch nur diese eine Seite sich dann, also dass die getroffen wird, dass sie dann ihr da, dort die Energie abnimmt. Warum sie das gemacht haben, keine Ahnung. Größe 2 Schilde, Size 2 Shields, werden typischerweise auf schweren Jägern und größeren Schiffen verwendet, wie der Vanguard und Freelancer, haben ein normales Regenerations-Hitpoint-Verhältnis und haben rund viermal mehr Schadenspunkte als Size 1. Und auch hier gilt, also hier haben sie diese Bubble Shields, wenn ihr hinten trefft, wird es vorne weniger, nein, also wird insgesamt die Energie auf allen Seiten gleichmäßig abgezogen. So, Größe 3 Schilde, da wird es jetzt interessant. Sehe ich gerade. Hier geht das nämlich jetzt los. Wir sind bei der Reclaimer, kommt auf großen Schiffsgrößen mit eben ja, mehreren Besatzungsmitgliedern zum Einsatz, haben rund 10-mal mehr Hitpoints als die Size 2 Schilde. Das ist echt mächtig. Und hier geht es jetzt los mit diesen Quad Faces. Das heißt, wenn ihr vorne trefft, wird auch nur vorne das Schild weniger. Rechts, links, hinten bleibt gleich. Und zusätzlich gelten die folgenden Änderungen, steht hier. Schildgeneratoren derselben Klasse haben vorübergehend alle dieselben Werte, um den ersten Balancing-Durchgang zu erleichtern für CRG. Und das Shield Hardening wurde entfernt. Kaffee?
Ich habe den Kaffee jetzt gerade für eine Denkpause genutzt. Was ist denn Shield Hardening? Hoffe ich, vielleicht könnt ihr mir das beantworten. Ich weiß es gerade nicht. Shield Hardening. Also auf jeden Fall hat das keine interessanten Gameplay-Entscheidungen hervorgebracht und sie werden es zu einem späteren Zeitpunkt neu entwickeln. Da merkt man jetzt, dass ich nicht so häufig Star Citizen spiele tatsächlich. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Irgendeinen Shield-Gameplay-Aspekt haben sie halt rausgenommen. Das Shield-UI, das User-Interface hat sich leicht verändert und es wurde eine Menge Zeitdynamik im Regenerierungsprozess der Schilde rausgenommen, um es einfacher zu machen. Die Einschätzungen einfach zu vereinfachen, wann die Schilde wieder aufgeladen sein werden. Die Regenerationsrate wird durch das Power Triangle diktiert. Also wenn ihr mehr Power auf die Schilde gebt, dann erhöht sich entsprechend die Regenerationsrate und umgekehrt. Und wenn ihr Schildgeneratoren ausschaltet, klar, dann werden eben die bestimmten Eigenschaften vom Schildsystem entfernt. Also habt ihr zum Beispiel 2 Schildgeneratoren, nehmt einen raus, dann fehlt euch entsprechend die Hälfte der Hitpoint-Zahlen des Schildsystems des betreffenden Schiffes. Und gerade diese, wir reden hier von den großen Schiffen, das heißt 3 Schilden, die haben ja dann im Regelfall mehrere Schildgeneratoren an Bord und wenn dann eben einer abgeschossen wird oder so, dann hat das entsprechende Auswirkungen oder bewusst ausgeschaltet wird, um Energie zu sparen, wie auch immer. Ja, so, und die neuen Schildtunings, die haben sehr unterschiedliche Multiplikatoren. Deshalb mussten die folgenden Schiffe neu gebalanced werden, um zu verhindern, dass sie signifikant zu schwach oder zu stark sind. Jetzt kommt's. Und jetzt werden einige wahrscheinlich von euch aufschreien. Die Aegis Saber geht runter von 3x Size 1 Schilden auf 2x Size 1 Schilde. Die Misk Razor wird reduziert von 2x Size 1 Schilden auf 1 Size 1 Schild. Das gleiche für die 85X. Und bei der 600i werden die Schilde erhöht. Von 1x Size 3 auf 2x Size 3. Dann haben wir die Vandul Blade. Auch hier mehr Schilde. Wird von 1x Size 1 auf 2x Size 1 erhöht. Die Anvil Hurricane von 2x Size 1 auf 1x Size 2. Die Anvil Terrapin kriegt auch mehr Schilde. Nämlich statt 1x Size 2, 2x Size 2. Die Crusader Starfighter Iron kriegt weniger Schilde. Und zwar hatte die vorher 3x Size 2, das ist natürlich echt viel, geht runter auf 2x Size 2. Und die Drake Caterpillar kriegt mehr Schilde von 1x Size 3 auf 2x Size 3. Wenn man sich mal überlegt, wie sich hier die Schild-Hitpoints und die Regenerationsrate verändert haben, das ist echt krass. Und auch die RSI Constellation bekommt mehr Schilde. Und zwar hatte sie bisher 2x Size 2 und kriegt jetzt 1x Size 3. Sehr, sehr interessant. Und ich bin mordsgespannt, wie sich das aufs Gameplay auswirken wird. Das klingt wirklich nach einer krassen Veränderung. Sehr, sehr interessant. Jetzt geht's weiter zu den Waffen. Erster Eintrag wieder Designziele. Das Ziel war sicherzustellen, dass verschiedene Waffentypen Vor- und Nachteile haben und dass es keine übermächtigen Meta-Waffen gibt. Das Waffenloadout sollte auch eine wichtige Entscheidung sein und einen bedeutenden Einfluss auf den Spielstil haben. Wir wollten auch das hirnlose Schießen durch eine wohlüberlegte Entscheidung ersetzen, wann Waffen eingesetzt werden. Spielergesteuerte Geschütztürme sollten stärker sein und wie bei Schilden sollte die Regenerationsrate von Energiewaffen über das Power Triangle einstellbar sein. Ergebnisse? Es gibt eine Menge Updates in Bezug auf Waffen und ihre neuen zugehörigen Capacitors, also die Kondensatoren und damit, wie die Munitions- und Regenerationsverteilung für Energiewaffen funktioniert. In Alpha 3.14 hat jedes Schiff einen Kondensator, der Munition für Energiewaffen produziert, also Munition in Anführungsstrichen entsprechend die Energie für die Energiewaffen produziert. Dieses Item ist nicht sichtbar, steht hier in Klammern, wir wollen aber ein richtiges austauschbares Item daraus machen. 2 Variablen kommen hier ins Spiel. Einmal die Regenerationsrate, wie schnell das Schiff die Energiemunition wieder auffüllen kann und die Ammo Load, wie viel Energiemunition das Schiff auf einmal aufnehmen kann.
Sowohl die Regeneration als auch die Munitionsladung werden auf alle angetriebenen Energiewaffen eines Schiffes verteilt. Wenn ihr also eine Energiekanone und zwei Energierepeater habt, könnt ihr die Energierepeater deaktivieren und die gesamte Munition und Regeneration an die Energiekanone leiten. Das bedeutet, dass die Energiekanone mehr Munition aufnehmen und sich schneller regenerieren kann. Und weiter geht's. Außerdem haben wir jeder Waffenkategorie einen Verwendungszweck gegeben. Besonderheiten. Energierepeater Größe 1 bis Größe 4. Dedizierte Anti-Fighter-Waffen. Also das sind dedizierte Anti-Schiffswaffen, will ich es mal übersetzen. Und das sollten die gefährlichsten Energiewaffen gegen Kampfraumschiffe sein. Und die haben eine normale Regenerations- und normale Munitionsladekosten. Energierepeater der Größe 5 und darüber hinaus, das sind spezielle Anti-Großschiff-Waffen. Die haben eine relativ hohe Feuerrate, steht hier, um die Schilde von größeren Schiffen mit mehreren Besatzungen unter Feuer zu bringen, unter Druck zu setzen, und haben normale Regenerations- und Munitionsladekosten. Und jetzt gehen wir zu den Energiekanonen der Größe 1 bis 4. Das sind in Jägern gebrauchte Anti-Großschiffswaffen. Also während die Repeater eher gegen die Jäger eingesetzt werden, werden die Kanonen eben gegen die größeren Schiffe eingesetzt. Und die sollten im Dogfight gegen andere Raumjäger auch nicht sehr effektiv sein. Regenerations- und Munitionsladekosten werden reduziert, um sie effizienter zu machen als die Repeater. Das heißt, wenn ich das mal übersetze, also der Schaden ist größer, aber sie verbrauchen auch mehr Energie und man muss sich eben sehr genau überlegen, ob man diese Energiekanone abschießt und wann man sie abschießt. Und als nächstes haben wir die Energiekanonen der Größe 5 und darüber hinaus. Das sind eben dedizierte, spezielle Anti-Großschiff-Waffen mit sehr niedriger Feuerrate, aber sehr hohem Schaden. Und auch hier hat man die Regenerations- und Munitionsladekosten reduziert, um sie effizienter als die Repeater zu machen. Also mit Copy und Paste gearbeitet. So, ballistische Waffen, also die Brrrt-Waffen. Schöne Grüße an PsychShot. Da habe ich auch noch einen kleinen Programmhinweis am Ende dieser Sendung für euch. Ich sollte mir eine Kaffeemaschine hier in meine Sprecherbox stellen, damit ich mir einfach zwischendurch mal so ein bisschen was Warmes wieder auffüllen kann. Dann drücke ich aufs Knöpfchen, dann kommt so ein irgendwie so in der Richtung. Also, ballistische Waffen sind spezialisierte Alpha-Strike-Waffen, die speziell dafür gedacht sind, Schilde zu durchdringen. Die sind aber keine gute Wahl, um irgendjemanden unter Dauerfeuer zu nehmen, und sollten sich in Bezug auf die Munition begrenzt anfühlen, aber sehr mächtig, wenn man sie benutzt. Scatter Guns ist ja so eine Art Schrotkanone. Gibt es sowohl als Energie- als auch als Ballistikwaffe. Das sind spezielle Waffen mit kurzer Reichweite, also eben wie so eine Schrotgewehr. Haben ein hohes Risiko, aber auch einen hohen Ertrag. Also ich vermute mal, diese Waffen haben eben das Risiko, dass man sehr, sehr nah an die Schiffe ran muss. Aber wenn man dann eben nah dran ist und trifft, dann machen die einen verheerenden Schaden. Ja. Und wenn ich den letzten Satz richtig interpretiere, heißt es aber auch, dass sie eben eine gewisse Zeit brauchen, um nachgeladen zu werden. So, und dann geht es noch um die generellen Waffenausstattungen, um die beabsichtigten Gameplay-Änderungen zu reflektieren. Wurden eben die Standardausstattungen einiger Schiffe angepasst. Die Verteidigungsgeschütze, Türme werden nun mit Energie-Repeatern ausgestattet werden. Die offensiven Schiffs-Turrets werden entweder mit Energie-Repeatern oder mit Energiekanonen ausgestattet sein. Keine Geschütztürme werden mit Scatterguns ausgestattet werden, eben aufgrund der sehr begrenzten Reichweite. Und es wird auch keine Geschütztürme geben mit ballistischen Waffen, es sei denn für eine bestimmte Rolle, wie zum Beispiel ein Dropship. Scatterguns werden
nie standardmäßig ausgerüstet sein, da sie eben eine sehr spezielle Waffe sind. Und bei allen Standard-Loadouts sollten Energiewaffen mindestens 50% aller ausgerüsteten Waffen ausmachen. Das ist interessant. Das heißt, Energiewaffen und ballistische Waffen und Repeater werden wir irgendwie immer geartet im Mix haben. Und wer das nicht möchte, der muss sich dann eben sein Schiff selber anpassen. Aber es macht ja jetzt auch mehr Sinn, andersrum gesagt. Es macht keinen Sinn mehr, nur noch Energiewaffen zum Beispiel auf dem Schiff zu haben, weil gar nicht genug Energie geliefert werden kann, um alle eben gleichzeitig zu versorgen. Und Dauerfeuer funktioniert auch nicht mehr. Also macht es durchaus Sinn, hin und her zu schalten zwischen ballistischer Waffe und Energiewaffe. Dann muss man sich überlegen, gehe ich eben auf Jagd gegen Raumjäger oder warte ich eben als Gegner Raumjäger? Dann sollte ich eben eher die Repeater nehmen. Oder könnte es sein, dass ich auch vielleicht auf eine Conny oder etwas Größeres stoße? Dann sollte ich vielleicht auch eine Energiekanone mit am Start haben. Das sind alles Überlegungen, die wir uns zukünftig machen dürfen. Es wird also doch zumindest, wie ich das hier lese, sehr strategisch werden. Ich bin gespannt, wie sich das dann letzten Endes im Spiel zeigen wird. So, letzter Satz hier noch, oder vorletzter. Standardmäßig sollte die Feuerklasse 1 den Energiewaffen und die Feuerklasse 2 den ballistischen Waffen zugewiesen sein, wie auch immer. Ja, und hier auch nochmal quasi der Nachsatz, was am Anfang war, geschrieben war, dass eben alles Gegenstand von Veränderungen ist. Man guckt sich das an, sammelt das Feedback ein, sammelt sich die Daten ein und dann wird es nach und nach Änderungen und Anpassungen geben. Ja, also mich haut das ganz schön um. Wie gesagt, ich habe mir das gerade das erste Mal durchgelesen und boah, das ist krass. Und was eben noch kommt, soweit ich das jetzt verstanden und gelesen habe, selber habe ich davon nichts gemerkt. Also ich sag mal so, das reine Rumfliegen, Abheben, Landen und so weiter funktioniert alles noch wie früher, aber generell soll die Tastaturbelegung sich stark geändert haben. Auch hier werden wir wieder einfach neu lernen müssen. Ja, insgesamt 3.14 ein sehr einschneidender Patch hinsichtlich der neuen Technologien, hinsichtlich dessen, was ich euch hier gerade vorgelesen habe, so on the fly, über die Schilde, über die Waffen. Richtig, richtig krass, auch was sie bei den Schiffen selbst geändert haben. Wow, bin äußerst neugierig, auch hinsichtlich des Turret-Gameplays. Ich glaube zum Beispiel so eine Retaliator, so eine Tully, die ist ja, hat ja für ihre Größe relativ viele Türme. Wenn die voll besetzt ist, dann kommt man da, glaube ich, echt schwer dran. Das wird ein ziemliches Biest werden. Also nicht um irgendwo jetzt in den Nahkampf zu gehen, aber die anzugreifen, da muss man schon ziemlich lebensmüde sein oder eben eine gute Staffel am Start haben, um so eine Retaliator eben dann zu zerlegen. Wenn dann die Turrets so funktionieren und so gefährlich werden, wie sie es hier geschrieben haben oder wie ich es verstanden habe. Ja, wie gesagt, insgesamt ein sehr, sehr interessanter Patch, der dort auf uns zukommt. Und dann würde ich sagen, wo wir sowieso schon die ganze Zeit über 3.14 reden, beende ich jetzt mein Käffchen und wir gehen rein in das Star Citizen Live mit dem Titel Alles über 3.14. Hi everybody. Welcome to Mit dabei sind Ian Leyland, Star Citizen Art Director, Todd Pepe, Star Citizen Live Game Director und John Crew, der Vehicle Director. Die erste Frage lautet, volumetrische Wolken, bekommen auch die anderen Stanton-Planeten und Monde volumetrische Wolken? Kurze Antwort, nein. Man hat darüber nachgedacht, die Wolken auf einem kleineren Mond oder Planeten zu testen, aber es wurde klar, dass CRG sich ausschließlich auf Crusader konzentrieren musste, die Tech-Entwicklung darauf fokussieren und nur speziell für diese Veröffentlichung darauf hinarbeiten musste. Wolken sind sehr komplex, komplexer als man zuerst annahm. Sobald man Wolken auf einen Planeten oder Mond legt, gibt es eine Menge zusätzlicher Faktoren, die man berücksichtigen muss, wie zum Beispiel die Verdeckung durch die Sonne. Also Wolken leider nicht für 3.14, aber es ist etwas, das CRG für die Zukunft in Betracht ziehen wird, definitiv. Ninetales Lockdown. Werden die Spieler in der Lage sein, im dynamischen Event Ninetales Lockdown nach Belieben die Seite zu wählen?
Nein, nicht nach Belieben. Die Auswahl basiert einfach auf dem Kriminalitätsstatus. Haben wir einen Crime-Stat, werden die Missionen auf Seiten der Ninetales angeboten. Haben wir keinen Crime-Stat, bekommen wir die Mission auf Seiten der Crusader Security. Erhält man während der Mission auf Seiten von Crusader einen Crime-Stat, wird die Mission aufgekündigt und wir erhalten die Missionsoption wiederum von den Ninetales. Constellation Taurus stellt die Constellation Taurus den Goldstandard für die gesamte Constellation-Serie dar? Kurze Antwort: Nein. Der Grund, weshalb die Entwicklung der Taurus so lange gedauert hat, ist, dass es schlicht höhere Prioritäten in anderen Projektbereichen gab. Die Entwicklung der Taurus zu verschieben hatte den geringsten Einfluss auf die Spielentwicklung, weshalb die Entscheidung hierfür leicht gefallen ist. Aktuell ist sie jetzt erstmal in dem Status flugfertig. Goldstandard würde bedeuten, dass CIG sichergestellt hat, dass alle Metriken korrekt und damit final sind, dass die Komponenten am richtigen Platz und vor allem in der richtigen Höhe zur komplikationsfreien Benutzung eingebaut sind, dass alle benutzbaren Entitäten wie Stühle und Tische und so weiter funktionieren, die korrekten Maße haben und man sich problemlos setzen und wieder aufstehen kann, dass alle Knöpfe und Hebel vorhanden sind und funktionieren und so weiter. Auch die Streben im Cockpit der Constellation-Reihe ist etwas, das John Crew der Community zugesagt hat, sie zu optimieren, respektive zu reduzieren. Hat Crusader als Gasriese Biome? Nein, nicht im traditionellen Sinne. Die Technik erlaubt es CIG aber, eine vertikale Verteilung von Texturen vorzunehmen. Und weil es texturgesteuert ist, war CIG in der Lage, ein Format zu entwerfen, mittels dessen man einige Wisps, Wolken oder Nebelschwaden, platziert, die mit dem Lichteinfall interagieren und so die klassische Skybox-Atmosphäre erzeugen. Weiter unten in Richtung der Planetenmitte hat CIG eine Art von Canyons erzeugt, mittels dessen unterschiedlicher Höhenparameter unterschiedliche Windstärken berechnet und simuliert werden können. Man fliegt sozusagen durch diese Wolkenschluchten, hat unter sich die dichten Wolkenmassen, über sich aber immer noch den Himmel. Fliegt man nun noch tiefer, taucht man in die Wolken ein und erhält einen Höhleneffekt, in dem man komplett von Dunst eingeschlossen ist. Diese stark eingeschränkte Sicht wird auch die Spiel- bzw. Interaktionsmöglichkeiten weiter einschränken und es soll sich anfühlen, als wäre man bereits sehr tief in den Gasriesen eingetaucht. Sinkt man nun noch tiefer, kommt man in den Bereich des Atmosphärentiefenschadens, wie von mir im Gameplay-Video der vorigen Woche im Rahmen eines Exkurses erklärt. Wer das Video noch nicht gesehen hat, der klickt gerne auf den Link hier rechts oben eingeblendet. Fazit also: Nein, keine Biome im klassischen Sinne, aber dennoch ja, abhängig von Höhe und Windgegebenheiten sowie weitergehend der Tiefe, in der sich der Spieler auf dem Gasriesen befindet. Jared sagt hier, es sei wie in einen Seven-Layer-Dip einzutauchen. Er spielt hier auf den gleichnamigen Dip einer amerikanischen Vorspeise an, die aus den namengebenden 7 Schichten verschiedener Dips basiert, die auf für die Tex-Mex-Küche typischen Zutaten basiert. Ganz dem Thema verbunden korrigiert Todd Peppy, dass er es eher mit einem U-Boot vergleichen würde, das in die Tiefen des Ozeans abtaucht. Als nächstes kommt die Frage, ob denn die Probleme mit dem 890 Jump Frachtaufzug weiterhin bestehen. Das Cargo Grid der 890 Jump, erklärt John Crew, wird nach wie vor nicht vom Frachtsystem erkannt, der Fehler also mit 3.14 noch nicht behoben. Die 890 Jump und auch einige andere Schiffe kann also aktuell nicht die vorgesehene Anzahl SCU aufnehmen aufgrund eines, wie John Crew es nennt, Geoproxy-Fehlers, der mit Priorität versucht wird zu identifizieren und natürlich entsprechend zu beheben. Im Folgenden gibt es dann die Verbesserungen am Rechtssystem mit 3.14. Die Trespasszonen wurden von allen unterirdischen Einrichtungen auf Planeten entfernt. Spieler erhalten keinen Crime-Stat mehr für EMPing oder Abfangen des eigenen Schiffes. Das Zerstören eines leeren Fahrzeugs eines Gruppenmitglieds führt nicht mehr zu einem Crime-Stat. CIG hat das Interface für Gefängniscodes oder die Codeeingabe aktualisiert und verhindert so, dass der Code bei Fehlerversuchen zurückgesetzt wird. Die Zeit zum Entfernen einzelner Verbrechen beim Hacken wurde verkürzt. Die Crime-Stat-Registrierung für den Angriff auf einen Wachmann sollte außerhalb einer überwachten Zone nicht mehr gegeben sein. Knockouts töten nicht mehr. Ein Problem wurde behoben, bei dem die Spieler einen Crime-Stat erhielten, wenn sie auf ein Raumschiff schossen, während dieses zerstört wurde.
Ein Problem wurde behoben, bei dem das Fallen in tiefere Abschnitte von Clasher als Fluchtversuch gewertet wurde. Und grundsätzlich wurde der Splash-Schaden angepasst. Splash-Schaden ist ein Begriff, der in verschiedenen Arten von Spielen verwendet wird, vor allem in Ego-Shootern und Echtzeitstrategiespielen, um den Schaden zu bezeichnen, den Spieler oder Objekte in der Umgebung eines Waffenschlags erleiden. Insbesondere für EMP und Interdiction gilt, wenn man mehr Gutes als Schlechtes getan hat, sollte man für Splash-Schaden nicht mehr bestraft werden. Welche Ninja-Änderungen sind denn vorgenommen worden? Das sind Änderungen, die nicht in den Patch-Notizen stehen. Todd Peppy erklärt hierzu, wenn man bedenkt, dass CRG mit dem letzten Patch über 3000 Fehler behoben hat und davor weitere 3000 Fehler und jetzt wieder in etwa dieselbe Menge, die CRG auch teils wieder durch Fehlerbereinigung neu erzeugt, während sie parallel dazu Features und Inhalte weiterentwickeln, gibt es noch eine Handvoll Dinge, auf die Todd Peppy einen besonderen Fokus hat. Eines der Dinge, die er beheben möchte, ist das Herauszoomen auf der Star Map, um sicherzustellen, dass, wenn man die Sternenkarte, die Star Map aufruft, sie tatsächlich herausgezoomt ist und nicht hereingezoomt. Danach wollen sie versuchen, eine Menge KI-Probleme zu beheben, insbesondere das Stehen auf Stühlen. Ein Fehler, der besonders Francesco Rocucci ein Dorn im Auge ist. Der Grund dafür aber liegt nicht unbedingt an der KI, erklärt Todd. Neuesten Erkenntnissen nach scheint es an der Art und Weise zu liegen, wie der Spieler in der Persistenzdatenbank gespeichert wird. Wenn die KI zu der Zeit mit einem Usable interagierte bzw. logisch verknüpft war, während sich ein Spieler ausloggte, und dann sich der Spieler wieder einloggte später, hatte die ebenfalls gespeicherte KI-Routine der betreffenden NPCs quasi vergessen, was sie gerade tun wollte bzw. was sie jetzt zu tun hat. Weiterhin hat CRG eine Tonne an Qualitätsverbesserungen vorgenommen für 3.14. Generell muss natürlich entschieden werden auf Führungsebene, welche dieser Masse an Fehlern gefixt werden muss vor dem Release oder welche akzeptabel sind und später im laufenden Betrieb bereinigt werden oder welche schlicht bestehen bleiben. Das Ziel ist natürlich immer, so viele Fehler wie möglich auszumerzen. Was war die schwierigste Herausforderung für das Art-Team bei der Arbeit an Crusader und Orison? Es stellte sich zuallererst heraus, dass es äußerst schwierig ist, einen Gasplaneten überhaupt zu erstellen. CRG hat damit begonnen zu sehen, wie weit sie mit der aktuellen Tech kommen können. Sie wollten prüfen, was sie tun können, missbrauchten und verbogen die gegebenen Regeln und Mechaniken und Techniken und schauten, was passierte. Ian Leyland denkt, dass sie angesichts dieser technischen Grenzen eigentlich ziemlich weit gekommen waren, aber als sie es Chris Roberts zeigten, winkte er ab und meinte, nö, uns fehlen die volumetrischen Wolken. Der Fokus lag dann also plötzlich auf den volumetrischen Wolken. Aber wann immer man etwas zum ersten Mal erschafft, ist es immer äußerst schwierig, eben weil es das Erste ist, was man durchmachen muss, dieser Prozess von Versuch und Irrtum. Bei so etwas wie einem Gasriesen ist sofort der Maßstab das Schwierigste. Der Radius von Crusader beträgt etwa 7500 Kilometer, erklärt Ian hier, und fügt noch hinzu, dass Stanton 1 einen Radius von 1000 Kilometern und die Monde einen Radius von 300 Kilometern haben. Kurz eingeworfen, ich habe mich im Internet umgesehen und dieses Bild auf Reddit gefunden, basierend auf den Maßen von Alpha 3.4. Demnach hatte Crusader vermutlich rechnerisch einen Radius von 14.000 Kilometern, Hurston, ergo Stanton 1, einen Radius von 2000, nicht 1000, Kilometern und die Monde zwischen 300 und 600 Kilometern. Interessant wäre natürlich, ob Crusader im Vergleich zum früheren Platzhalter tatsächlich kleiner geworden sein könnte. Das wäre nicht das erste Mal, denn tatsächlich wurde die Größe Crusaders von Alpha 3.2 auf Alpha 3.3 halbiert. So, kommen wir nach diesem kleinen Ausflug in die Zahlen zurück auf Ian Leyland, der hinsichtlich des Maßstabs erklärt, dass man bei diesem großen Maßstab auf den Gasgiganten zuflog und schlicht nicht erkennen konnte, dass sich dort etwas bewegt. Also wurde der Maßstab sofort zum ersten Problem. Und das zweite Problem war schlicht, sie haben noch nie einen Gasriesen gebaut. Ein Gasriese kann auf Satellitenbildern fantastisch aussehen, aber
CIG wollte etwas machen, das ein bisschen anders ist. Chris hatte einen ganz bestimmten Look für Crusader im Kopf, den er erreichen wollte, und dieses Gefühl, dass der Wind die Wolken über die Oberfläche treibt. Also haben die CIG-Teams sozusagen Chris' Vorstellung technisch übersetzt und überlegt, welche Features benötigt werden und wie es technisch funktionieren könnte. Wieder folgten eine Menge Versuch und Irrtum, aber dann kam der Tag, an dem sie erkannten, dass die neu erdachten Technologien funktionieren könnten. Und dann hat Jake Muley, der Senior Technical Designer, der für das bisherige Spacescaping in der Nähe der Gaswolken bei den Lagrange-Punkten und das ganze Zeug im Spiel verantwortlich war, wird uns erklärt, einfach ein bisschen rumgespielt. Er war sehr neugierig, hat die Tech intensiv ausprobiert und dann sagte er schlicht, das ist Crusader. Und er hat es wirklich getroffen. Er sprach über Layer, über Schichten, probierte einfach etwas aus und Ians Team schaute sich das an und das war fantastisch. Von diesem Punkt an übernahmen sie und stabilisierten das Ergebnis. Dennoch war es auch von diesem Punkt aus eine ziemlich schwierige Reise, weil es eben das erste Objekt für das Spiel mit dieser brandneuen Tech war. Ian sieht Crusader heute in gewisser Weise da, wo CIG vor ein paar Jahren war, als sie die ersten begehbaren Monde und auch Planeten im Spiel hatten. Wenn man sich anschaut, wie sie sich bis heute entwickelt haben und gewachsen sind, die visuelle Gestaltung von früher und heute vergleicht, dann ist es ein gutes Beispiel dafür, wo CIG heute mit Crusader steht, nämlich ganz am Anfang. Gut, und dann war da noch Horizon. Das ist ein klassisches Beispiel dafür, dass man ein Konzeptgespräch oder eine Konzeptzeichnung in ein visuelles Konzept umsetzen muss, immer mit dem Ziel, das wird wie immer das Beste von allen werden. Horizon war immer Ians Favorit unter den Stanton-Locations. Er hat sich schon vor langer Zeit darin verliebt. Er sah sich also das erarbeitete In-Game-Konzept an und ratet mal, was Ians erster Gedanke war. Das sieht furchtbar aus. Fürchterlich. Es stellte sich heraus, dass ein schwebendes Gitterwerk im Himmel mit dünnen Verstrebungen sich nicht gut von Konzeptzeichnungen in ein Spiel übersetzen lässt. Das hat Ians Team erneut auf die Probe gestellt, aber er glaubt, wenn er mit dem Team spricht, dass sie durch harte Arbeit, Leidenschaft, Hingabe, einfach durch Ausprobieren und Ausprobieren und Ausprobieren von Ideen, von Dingen, mit dem, was sie am Ende erreicht haben, eigentlich ziemlich zufrieden sein können, auch wenn sie hier noch lange nicht am Ende der Entwicklungsreise angekommen sind. Der Missile Operator Mode bedeutet die Überarbeitung des Raketenbedienungsmoduls und der damit verbundenen Lenkung und Steuerung von Raketen, dass Co-Piloten in der Lage sein werden, Raketen zu zielen und abzufeuern in allen Multicrew-Schiffen. Die Intention dazu ist jedenfalls gegeben, erklärt John Crew, insbesondere weil Co-Piloten dann mehr zu tun haben, als nur da zu sitzen und Däumchen zu drehen. Neben dem Missile Operator Mode soll auch das Capacitor-Gameplay die Co-Piloten beschäftigen. Aber ab welchem Patch das vollumfänglich möglich sein wird, das ist noch nicht ganz klar, weil es einige technische Hürden zu überwinden gibt. Aber die ersten Missile Operator Mode Funktionen für Co-Piloten werden definitiv mit Alpha 3.14 ins Spiel kommen. Die Spieler sollten dabei aber beachten, dass CIG für die Einführung dieser Gameplay-Mechaniken jeden einzelnen Raketentyp im Spiel neu ausbalancieren mussten. Alle Munitionstypen, alle Waffen, alle Schilde und Hüllenpunkte der Schiffe, was wiederum zu Auswirkungen auf die Wendigkeit und Manövrierfähigkeit sowohl von Schiffen als auch Raketen führt. Siehste, ich habe vorhin HP mit Hitpoints übersetzt. Das sind Hüllenpunkte. Ab 3.14 werden sich also die Schiffe und damit verbunden die Kämpfe komplett anders anfühlen und spielen als noch im Vorgänger-Patch 3.13. Natürlich bedeutet das, dass das Balancing nicht gleich perfekt sein wird. Wir sollten uns also auf Probleme einstellen und Dinge, die sich einfach nicht gut anfühlen, was CIG im Laufe der nächsten Patches und nächsten Monate nach und nach anpassen wird. Das Capacitor-Gameplay. Wie hat sich das Capacitor-System verändert, nachdem einige Mechaniken neu benannt wurden, zum Beispiel Power Management V2? Capacitors, Kondensatoren, sind eine Sache, die natürlich immer noch da sind. Sie sind aber tatsächlich nur das eine neue Bit, das hinzugefügt wurde. Was jetzt passiert ist,
wir managen die Leistung und die Energie. Jeder, der sich mit dem realen Flugzeug-Dogfight oder dem Sim-Dogfight auskennt, weiß, dass es um Energieeinsparung und Nutzung geht. Das ist der Vorteil der Capacitors. Was CRG also getan hat, ist, dass die Kondensatoren nicht mehr eine separate Einheit sind. CRG hat sie mit dem Power Triangle, dem Leistungsdreieck sozusagen, verschmolzen. Das Power Triangle hat in den früheren Patches nie funktioniert. Jedenfalls nicht so, wie CRG es wollte oder wie die Spieler dachten, dass es funktioniert. Um eine sehr einfache, schnelle Antwort darauf zu geben, alle Gegenstände auf dem Schiff benötigen eine bestimmte Menge an Energie. Das Powerplant würde also zuerst alle Schiffskomponenten so weit wie möglich versorgen, basierend auf einer völlig anderen Prioritätsliste als die des Power Triangles. Und dann würde das Power Triangle diktieren, was übrig bleibt. Wenn die Schiffskomponenten also alle Energie hatten, die sie brauchten, hat das Verschieben des Power Triangles überhaupt nichts bewirkt. Es war sozusagen nur eine Fehlinformation und man hat alle Triebwerke gepusht, die sowieso über 100% Energie verfügten, weshalb es keine Auswirkung hatte. Dieser Effekt ist jetzt verschwunden. Das Power Triangle in 3.14 steuert nun direkt die Energiezuweisungen für die Kondensatoren. Die Spieler bestimmen also, wo dieser Kondensator die ihm zur Verfügung stehende Energie verbraucht. Stellt man das Power Triangle mittig in die Ausgangsposition, ist alles in Ordnung. Wenn man das Spiel also ganz ohne Kondensatoren spielen möchte, kann man das machen. Man muss sie nicht managen. Man kann sie einfach in Ruhe lassen und wie in 3.13 fliegen. Man wird immer noch in der Lage sein, zu fliegen und zu kämpfen. Aber wenn man in dieser Form auf jemanden trifft, der das Power Triangle und die Capacitors aktiv steuert, wird man Nachteile haben, bleibt man in diesem Ausgangszustand. Power Triangle und Capacitor Gameplay sind also dazu da, den Spielern zusätzliche Tiefe zu bieten. Und das Gameplay besteht aus drei Zuständen. Da gibt es den Boost, früher bekannt als Nachbrenner, als Afterburner. Also anstatt den Boost durch Hitze zu steuern, wird er jetzt durch den Kondensator gesteuert. Hitze ist etwas, das CRG nur noch als langfristige Konsequenz möchte, nicht als begrenzende kurzfristige Konsequenz. Denn wenn es eine kurzfristige Konsequenz ist, gibt es keine langfristige Konsequenz dafür, weil man die Hitze schnell genug loswerden muss, damit man wieder ins Gameplay einsteigen kann. Die Hitze ist also eine langfristige Konsequenz, die Kondensatoren sind die kurzfristige Konsequenz. Als zweites sind da die Waffen. Hier haben wir Energiewaffen. Die haben jetzt sozusagen ein sich regenerierendes Magazin, wie wir vorhin jetzt ja auch in dem Spektrum-Eintrag gelesen haben. Man kann also nicht mehr einfach seinen Feuerknopf gedrückt halten und sie ewig feuern lassen. Die Energiewaffen werden feuern, bis ihre Magazinkapazität erschöpft ist, dann für eine Sekunde pausieren und sich dann regenerieren, wobei der Kondensator selbst die Geschwindigkeit dieser Regeneration kontrolliert. Man kann auch seine Energiewaffen ein- und ausschalten, um den verfügbaren Pool für seine Energiewaffen zu erhöhen. Ein gutes Beispiel wäre die Super Hornet, die eine Menge Waffen hat. Standardmäßig wird die Kapazität zwischen all diesen Waffen aufgeteilt. Wenn man aber ein paar ausschaltet, haben die verbleibenden Waffen mehr Energie und laden sich auch schneller wieder auf. Der Spieler muss also einige Abwägungen treffen. Der letzte Punkt sind die Schilde, die sich so verhalten, wie sie es vorher getan haben. Ihre Energie verbraucht sich, sie pausieren, laden wieder auf, fahren wieder hoch. Aber was CRG zusätzlich getan hat, ist, abgesehen vom Rebalancing der Zahlen, alle Raumschiffe haben jetzt Shield Bubbles, Schildblasen, etwas, das CRG schon vor Alpha 3.0 hatte. Das bedeutet, dass man nicht mehr vier Flächen auf seinem Schildsystem hat, sondern eine einzige, allumfassende Schildfläche. Egal aus welcher Richtung man nun getroffen wird, es wird alles auf einer Fläche getroffen. Nur größere Schiffe, wie wir gerade gelernt haben, ab Size 3, haben vier Flächen. So kann man bei diesen Schiffen die Schildausrichtung steuern, was man bei kleineren Schiffen nicht mehr kann. Also ja, Capacitor Gameplay ist immer noch da, bloß unter neuem Namen. Man verwaltet nun das gesamte Energiesystem, nicht nur eine kleine Sache. Es ist sehr umfangreich, aber man muss es nicht nutzen, wenn man nicht möchte. Aber für die Kampf- und PvP-Spieler, von denen John denkt, dass sie es wirklich genießen werden, wird es eine große Bereicherung sein. Hat es einen Vorteil, sich den Strafverfolgungsbehörden auszuliefern?
Aktuell hat es keinen Vorteil. In Zukunft geht es aber darum, dass man nur eine bestimmte Anzahl sterben kann, bevor man sich einen neuen Avatar erstellen muss. Chris Roberts hatte darüber in seinem Video, das ich vorhin schon erwähnt habe, gesprochen und ja, klickt da gerne rein und schaut euch das an. Werden Radar und Ping von Asteroiden, Oberflächen, Terrain und so weiter beeinflusst? Ping wird von elektromagnetischen und Infrarotsignaturen beeinflusst werden. Versteckt sich ein Raumschiff beispielsweise in Jelas Asteroidenfeld und schaltet einige Signaturemittenten ab, dann kann es sich quasi unsichtbar machen. Ob das funktioniert, hängt letzten Endes davon ab, welche technischen Möglichkeiten CIG für die Asteroiden erreichen kann. Mit Blick auf Terrain, also Oberflächenverwerfungen, Berge, Täler, gibt Todd Pepi eine negative Antwort. Hier wird man sich nicht vor Ping oder Scan verstecken können. John Crew ergänzt, dass man das Maskieren nicht außer Acht lassen sollte. Befinden sich also mehrere kleine Schiffe vor oder hinter einer 890 Jump, wird man die kleinen Schiffe womöglich nicht anvisieren können, weil die 890 Jump so hohe Signaturwerte ausstrahlt, dass die kleinen Schiffe gar nicht erst auf dem Radar erscheinen werden. Dementsprechend wird man die kleinen Schiffe in dieser Situation nicht anvisieren können oder eine Rakete aufschalten können. Das Ganze kann man dann antizipieren, zum Beispiel für Gaswolken, die selbst hohe Signaturwerte emittieren, weshalb es darin generell wesentlich schwerer wird, Objekte zu scannen oder aufzuschalten. Was hat es nicht in Crusader oder Orison geschafft, was CIG später implementieren möchte? Der größte technische Brocken ist sicherlich die Bewegung. Die Wolken auf Crusader sollten in Bewegung sein. Manchmal sollte Orison in Wolken getaucht sein, manchmal nicht, was aber bislang eine sehr große technische Hürde darstellt. Auch Performance und Grafikqualität sind noch nicht da, wo CIG sie haben möchte. Man muss sich dabei klarmachen, erklärt Ian Leyland, dass es im Regelfall Jahre dauert. Jahre, um so eine Technologie zu entwickeln und im Spiel zu implementieren. Und insofern ist es absolut ungewöhnlich, dass Spieler sie bereits heute an diesem frühen Stand der Entwicklung im Testbild zur Verfügung gestellt bekommen. Insofern werden wir die Weiterentwicklung dieser Tech in den zukünftigen Releases mit verfolgen und erleben dürfen. Auch Beleuchtung und Spielerinteraktionsmöglichkeiten sind aktuell noch eher in der Entwicklung als fertig für die Veröffentlichung. Insgesamt wird Crusader eine gleiche Evolution durchlaufen wie die Planeten und Monde und sich insofern stetig weiterentwickeln. Wenn Orison einen Stromausfall erleidet, wird es dann hinunterfallen? Theoretisch würde es absinken und in den Gasgiganten hineinfallen. Werden wir im Spiel Wale sehen, die um Orison herumfliegen? Nicht in 3.14. Character Art arbeitet an ihnen, aber die KI und Designteams müssen hier noch einiges an Arbeit reinstecken. Ein Termin wird noch nicht genannt. Wird es einen Unterschied im Kondensator, im Capacitor und Energiemanagement zwischen einsitzigen und mehrsitzigen Raumschiffen geben? Nicht in 3.14. Aber im Grunde genommen ist es dieselbe Funktionalität, nur dass jedes Schiff und vor allem jeder Hersteller kleine Unterschiede haben wird im Design. Aber das zugrunde liegende System ist dasselbe. Größere Schiffe werden mehr steuerbare Systeme haben als kleine Schiffe, weshalb hier Schiffsingenieure auch mehr zu tun haben, als nur ein Power Triangle hin und her zu schieben. Wird das neue Canvas Slice Schiffs HUD den Spielern erlauben, die HUDs und MFDs anderer Crewmitglieder auf dem Schiff zu sehen? Ja, das Head-Up-Display sollte man sehen können, auch da sie auf Building Blocks aufgebaut sein werden. Sobald das der Fall ist, wird man sich neben einen Spieler stellen und dessen Eingaben auf dem HUD sehen können. Allerdings ist das entfernungsabhängig aus Performancegründen, weshalb man aus größerer Entfernung das HUD nicht mehr sehen können wird. Wird das neue HUD uns erlauben, die Farben selbst anzupassen? Nein. In 3.14 wird das generelle HUD auf alle Schiffe ausgerollt. In den Folgepatches werden die Herstellerdesigns implementiert, damit sich zum Beispiel Aegis von Drake unterscheidet. Eventuelle individuelle Anpassungen werden aber höchstens bedingt möglich sein, zum Beispiel hinsichtlich farbenblinder Spieler, die eine Möglichkeit haben sollen, hier die Farbgebung übergreifend anzupassen, damit sie damit das Spiel spielen können und alles erkennen können. Was denkt ihr, wie sich Crusader und Orison weiterentwickeln werden? Drei neue Shops wird es geben, Wahltouren, Inneneinrichtungen, was übrigens für alle Landezonen gilt und wo Teams in Montreal dran arbeiten. Weiterhin wird es mit späteren Patches und entsprechenden Gameplay-Mechaniken mehr Missionsmöglichkeiten abseits der üblichen Liefermissionen geben, wie zum Beispiel Reparaturen, Aufräumarbeiten und so weiter.
gibt es zusätzliche Crusader Point of Interests, wie zum Beispiel Outposts auf anderen Planeten. Das ist schwierig, weil Crusader keine Oberfläche hat, aber Orison bietet viele Punkte zum Landen, die später eingebaut werden, und solche Plattformen kann man sich auch verteilt über Crusader vorstellen. Was da noch kommen wird, muss sich aber im Zuge der kommenden Monate zeigen. Bringt uns die Arbeit, die in die Überarbeitung des Radars und des Scannens geflossen ist, näher an die verbesserten Fähigkeiten auf Schiffen wie der Carrack und Terrapin? Es ist ein Schritt dahin, aber aktuell entwickelt man diese Mechanik nicht spezifisch für die beiden genannten Schiffe. Wird Positionsdesynchronisation oder zumindest ein Teil davon in 3.14 behoben sein? Ein Teil dessen ist sicherlich in der Server-Framerate zu finden und daher eher nein. Clive und sein Team versuchen durchgängig, diesen Fehlertyp zu beseitigen. CRG weiß, dass es ein Problem für das Gameplay darstellt und ist somit eine Top-Priorität. Aber wann und ob das beseitigt werden wird, das lässt sich Stand heute nicht sagen. Was wird mit Port Olisar passieren? Nichts, laut Ian Leyland. Port Olisar hat einen speziellen Platz im Herzen sowohl von Ian als auch der Community. Die Station wird also nicht verschwinden, sondern später schlicht ersetzt werden. Werden die dynamischen Ereignisphasen des Ninetale-Lockdowns auf allen Servern simultan laufen? Es wird auf allen Servern simultan laufen, bestätigt Todd Pepe, und das Event startet mehrfach am Tag, ca. alle 3 Stunden neu. Ziel ist, dass jeder Spieler weltweit dieses In-Game-Event erleben kann. Soweit zum Star Citizen Live, und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in das Inside Star Citizen, bevor wir dann ganz am Ende in das Calling All Devs einsteigen. In dem Inside Star Citizen vom 18. Juni, inzwischen ist schon ein bisschen länger her, gab es einen Sprint Report und hier wurde über Logos und Marken erzählt, bevor es zum Update für das Schubdüsenstaubsystem ging. Und hier hat man die vorhandenen Partikel von einem radialen Effekt in einen neuen direktionalen, einen Richtungseffekt umgewandelt. Der Begriff radial leitet sich vom lateinischen radius ab, was Strahl bedeutet. Seit dem 17. Jahrhundert wird das Wort radius als Halbmesser, als eine von einem Mittelpunkt ausgehende Linie verwendet, die in alle Richtungen gleichmäßig ausstrahlt. Wenn etwas radial ist, dann geht es also von einem Mittelpunkt aus nach außen oder zielt auf diesen Mittelpunkt. Im Falle von Star Citizen war es also bisher so, dass die Schubkraft eines Raumschiffes von seiner Mitte aus gleichmäßig in alle Richtungen nach außen strahlte, unabhängig von der tatsächlichen Schubkraft und vor allem der Schubrichtung des Raumschiffes. Dies hat CRG nun geändert und die Staubpartikel des Bodens werden nun basierend auf der tatsächlichen Richtung der Schubdüsen berechnet. Um das zu erreichen, verwendet CRG die Normal Map Daten der Oberflächen, die Oberflächennormalen. Normal Maps hatten wir in meinem Video Anfang März dieses Jahres besprochen. Wir erinnern uns. In der Geometrie ist eine Normale ein Vektor. Eine Linie, die senkrecht auf einer Oberfläche oder einem Objekt steht. Merkt euch übrigens die Begriffe Vektor und Radial für das anschließende Thema. Normal Maps werden eigentlich dazu genutzt, um durch Beleuchtungsberechnung eine eigentlich glatte Oberfläche konturiert erscheinen zu lassen. Hier das Beispiel des Vogels. Die eigentlich glatten Polygonen des Gefieders werden durch die Normal Map rechts zu sehen, durch simulierte Erhebungen und Vertiefungen plastisch. Jedes Polygon in einem Videospiel hat eine Oberflächennormale und diese Oberflächennormalen werden verwendet, um Beleuchtungsberechnungen durchzuführen. In einem sehr grundlegenden Sinne kann der Winkel zwischen der Oberflächennormale eines Polygons und der Richtung einer Lichtquelle verwendet werden, um zu bestimmen, wie hell oder wie schattig eine Oberfläche erscheinen soll. Die Farbe lila bedeutet auf einer Oberflächennormale, dass es eine vollkommen glatte Fläche ist. Alle Pixel, die sich von der Ausgangsfarbe lila unterscheiden, ergeben somit einen Vektor, der in eine andere Richtung zeigt und somit den Winkel modifiziert, der zur Berechnung des Lichtabpralls an diesem Punkt verwendet wird.
Diesen Winkel des Lichtabpralls, der sowieso berechnet wird, verwendet nun CRG zusätzlich für die Partikelbewegungsberechnung. Anstatt Licht fällt eine Kraft auf die Oberfläche und wird entsprechend den Werten der Normal Map in die gegebenen Winkel reflektiert. So ist dieser Effekt nun abhängig vom Strahlwinkel, der Stärke des Schubdüsenausstoßes sowie von der Art der Oberfläche und auch, in einem späteren Schritt der Entwicklung, abhängig von der Kraft des umgebenden Windvolumens. Das Endergebnis entspricht damit viel genauer dem, was die Spieler erwarten und ist ein weiterer Schritt in Richtung eines glaubhaften, immersiven Spieluniversums. Auch zum Feuer auf Schiffen gibt es Entwicklungsfortschritte. Wie wir sehen, bewegen sich die Flammen basierend auf äußeren Einflüssen. Das informiert Spieler so über Faktoren wie die Ausbreitung oder wie das Feuer durch die Umgebung beeinflusst wird. Im zugrunde liegenden Sprint hat sich das Team nun damit beschäftigt, dem Feuer und dem Rauch mehr Dynamik und Interaktionsmöglichkeiten hinzuzufügen, sodass sie von den verschiedenen Kräften, die innerhalb eines Schiffes auftreten können, beeinflusst werden. Was wir hier sehen, ist ein Vektorfeld, das verwendet wird, um die Flammen in die Richtung der gewünschten Kraft quasi zu biegen. Hier wird zwischen einer einfachen radialen Kraft, die aus der Mitte kommt, zu einer mehr spiralförmigen Kraft gewechselt und anschließend wieder zurück. Die Idee für diese Vektorfelder ist, dass sie vom Partikelsystem selbst gespawnt werden können, sodass alles, vom Feuerlöscher bis hin zum Druckverlust des Raumes, auf die Flammen in einer realistischen und erwarteten Weise wirkt. Weiter geht's mit den Signed Distance Fields, die ja bekanntermaßen unter anderem bei den Schilden zum Einsatz kommen. An dieser Stelle möchte ich noch einmal kurz das Thema Signed Distance Fields auffrischen. Das ist ja ein großes, von CRG ständig angepriesenes Stück Technik, was inzwischen an immer mehr Orten und immer mehr Bereichen zum Einsatz kommt in Star Citizen. Anfänglich waren es die Schilde, jetzt auch Rauch und auch für die Trümmerverteilung im Weltraum nach Abschuss eines Raumschiffs werden Signed Distance Fields eingesetzt. Was ist das also noch gleich? Signed Distance Fields sind bezeichnete, signierte Distanzfelder. Die Distanzfelddaten werden in einem Objekt hinterlegt, sind entsprechend auf dieses Objekt zugeschnitten. Ein Distanzfeld einer Gladius wäre also eine 3D-Textur, bei der jedes einzelne Pixel den geringsten Abstand zur Oberfläche der Gladius speichert, womit diese schönen Schildeffekte möglich werden. Aber Moment, ein Pixel, das ist doch eine Farbe, eine Farbinformation? Wie können die denn Abstandsdaten speichern? Nun, jedes Pixel besteht aus drei Farbwerten und dem sogenannten Alpha-Kanal. Das bedeutet, jedes Pixel kann bis zu vier Zahlen, Rot, Grün, Blau und Alpha, speichern. Normalerweise stellen diese Zahlen Farben dar, aber in Spielen verbiegen Spieleentwickler diese eigentlich gegebenen Regeln gerne und nutzen sie zum Zweck der Speicherung von Daten. Für die Berechnung des Abstands zu einem Pixel wird ja auch nur eine einzige Zahl benötigt, weshalb hier der Alpha-Kanal verwendet werden kann für die Distanz und für die Entfernungsinformation. Das Wort signiert aus Signed Distance Fields bezieht sich auf die Tatsache, dass Pixel Werte unter 0 speichern können. Unsignierte Texturen hingegen können nur Werte größer gleich 0 speichern. Das Wunderbare dabei, negative Pixel werden auf unseren Bildschirmen nicht angezeigt. Partikel können also nun mit dieser unsichtbaren Distanzfeldschicht kollidieren. Und das ist großartig, dass CRG durch die Umstellung vor einigen Jahren von dem CPU auf das GPU-Partikelsystem einen großen Teil der Kollisionsberechnungsmöglichkeiten verloren hat, zugunsten des dadurch erreichten Performancegewinns. Moment. Warum hat man die Kollisionsberechnungseffekte verloren? Die Hauptstärke von GPU-basierten Partikelsystemen sind die geringen Kosten für einzelne Operationen auf einem Datensatz. Sobald ein grundlegender Algorithmus implementiert ist, ergeben sich unendlich viele Ideen zur Manipulation von Geschwindigkeit und Position von Partikeln. Der einzige Teil der Partikelsimulation, der auf der CPU verbleibt, ist die Allokation und Deallokation, also die Indizierung, Freigabe und Auflösung von Partikeln. Eine wichtige Operation ist die Kollision.
Kollisionen auf komplexer, polygonaler Geometrie sind auf aktuellen GPUs kaum praktikabel, wohingegen Kollisionen mit einer Oberfläche recht günstig sind. Das ist die wahre Stärke von Kollisionsberechnungen auf der GPU. Erinnert euch an dieser Stelle an das zuvor gelernte, auf Oberflächennormalen basierende Schubkraftpartikelberechnungsmodell. Die Stärke von GPUs ist die Kollisionsberechnung mit texturbasierten Höhenfeldern, die typischerweise zur Geländemodellierung verwendet werden. Durch dreimaliges Abtasten des Höhenfeldes kann eine Oberflächennormale berechnet werden, die dann zur Berechnung des Reflexionsvektors verwendet wird. Sobald wir aber eine Kollisionsberechnung in ihrer gesamten Komplexität haben, mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, Abprallen in unterschiedlichen Winkeln, Allokation, Deallokation von Partikeln, kommt die GPU ins Trudeln. Durch Dinge wie die Z-Puffer-Kollision, auf die ich jetzt nicht tiefer eingehen möchte, entstehen Grafikartefakte und Berechnungskonflikte, die man nur durch horrend teure Mehrfachberechnung bereinigen kann, wenn überhaupt. Die Lösung dieses Problems lag in Signed Distance Fields, da man damit exakte Kollisionspunkte liefern kann, die die GPU für die Partikelsystemfunktionalität verwenden kann, unter anderem um an diesen Punkten Partikel zu erzeugen oder auch zu bestimmen, welche Signed Distance Fields Punkte von Partikeln quasi vermieden werden sollen, von ihnen angezogen werden oder an ihrer Oberfläche entlang fließen. Der auf Signed Distance Fields basierende Atmosphäreneintrittseffekt nutzt diese Funktion. CRG schießt buchstäblich unsichtbare Partikel auf ein Schiff und wenn sie kollidieren, erzeugen sie tatsächlich sichtbare Partikel, die in die Atmosphäre eindringen und lassen sie an der Oberfläche des Schiffes entlang gleiten. Ihr seht, Signed Distance Fields sind ein mächtiges Stück Mathematikwerkzeug, die sehr rechenintensiv sind, aber für heutige Hardware keine größeren Probleme mehr darstellt. Für uns bedeuten sie jede Menge beeindruckender visueller Effekte. Und so wird sie nun auch bei Flammen und Rauch eingesetzt, um ihre Ausbreitung in Innenbereichen von Schiffen zu simulieren. Damit belasse ich es bei diesem Inside Star Citizen und den Zusatzerklärungen und wir gehen zum letzten Punkt, nämlich dem Calling All Devs und dem Core Gameplay Update. Der Core Gameplay Director Richard Tyra wird hier von der sprichwörtlichen Kette gelassen, ein überaus sympathischer Typ, der mit einer geradezu kindlichen Begeisterung von seinem Spiel, von seinen Entwicklungen, von seiner Verantwortung spricht und es wirklich einfach mitreißend ist. Aber er redet auch sehr, sehr schnell und lässt unglaublich viele Informationen raus und die möchte ich euch im Rahmen des letzten Teils dieses Videos übersetzen. Spielerheilung ist sozusagen die nächste Iteration dessen, was CIG als Actor Status klassifiziert hat. Actor Status Tier Zero wurde zur CitizenCon 2020 veröffentlicht und umfasste die ersten Iterationen von Spielerzuständen, zum Beispiel wie Hunger, Durst, Unterkühlung und so weiter. Die nächste Iteration davon wird im Wesentlichen Verletzungen umfassen, die heute bereits im Spiel sind. Der Spieler hat eine globale Gesundheit, also wenn man auf sein Herz schaut, hat man das kleine Erste-Hilfe-Symbol, was die übergreifende Gesundheit von 0 bis 100 anzeigt. Was einige alte Bäcker wahrscheinlich noch wissen, ist, dass es auch das kleine Männchen gibt. Das kleine Männchen besteht aus den verschiedenen Körperteilen. Da sind die Arme, Beine, es gibt den Körper und den Kopf. Und das sind eigentlich jeweils individuelle Gesundheitspools. Aber bislang war es so, dass wir die individuellen Gesundheitswerte nicht ablesen konnten. Deshalb führt CRG nun das globale Gesundheitswidget ein. Beispiel: Ich werde in den Arm geschossen und verliere 5 Gesundheitspunkte am Arm. Was systemisch passiert ist, 5 Gesundheitspunkte vom Arm werden reduziert und als Folge dessen entfernt das System 5 Gesundheitspunkte von der globalen, von der generellen Gesundheit des Spieleravatars. Das System hat das zwar schon immer so berechnet, aber wir konnten es nirgends ablesen. Man stirbt jetzt also nur dann, wenn die übergreifende, generelle Gesundheit des Avatars auf Null sinkt,
Es spielt also keine Rolle, dass der Wert irgendeiner Gliedmaße auf Null sinkt. Wenn euch also ein Angreifer immer wieder in den Arm schießt, obwohl euer Arm vielleicht nur 20 Lebenspunkte hat, könnte eure generelle Gesundheit immer noch 80 Lebenspunkte betragen. Der Angreifer schießt also weiter auf euch und euer Arm ist im Grunde ruiniert, unbrauchbar. Der Angreifer wird weiter auf euren Arm schießen, aber sterben würdet ihr letzten Endes durch den Blutverlust. Es gab also schon immer die Absicht, dass Gliedmaßen im Grunde diese Statuswerte haben, über ihre eigene individuelle Gesundheit verfügen und genau hier greift nun das neue Heilungsgameplay ein mit den Schweregraden von Verletzungen. Ihr könnt also eine traumatische Kopfverletzung haben oder eine schwere Körperverletzung. Ihr könnt Beinverletzungen und Armverletzungen haben, deren Werte alle individuell berechnet werden und kumuliert den globalen Gesundheitswert ergeben. Schießt euch also ein Angreifer immer wieder in den Arm, wird er zuerst bluten, dann in der Nutzung beeinträchtigt und schließlich ist der Knochen durchbrochen und der Arm nicht mehr benutzbar. Das wird simuliert über 3 Stufen oder Schweregrade von Verletzungen. Stufe 1 oder Schweregrad 1 ist die höchste Stufe, ergo die gravierendste. Dann gibt es dementsprechend Stufe 2 und Stufe 3. Wenn ihr also eine Verletzung der Stufe 3 habt, bedeutet das im Grunde, dass man das mit einer Erstversorgung mittels MedPen oder Verbänden im Feld behandeln kann. Dennoch können auch solche Verletzungen bereits Auswirkungen auf die betroffene Gliedmaße haben. Es muss ja nicht einmal eine Verletzung sein. Wenn man anfängt an Dehydrierung zu leiden, man anfängt an Hunger zu leiden oder einfach nur an Unterkühlung, fangt ihr an, diese 3 Verletzungsstufen zu durchlaufen. Euer Ausdauer ist geringer, ihr könnt nicht mehr so weit laufen, könnt nicht mehr so lange sprinten und so weiter. Euer Gesundheitswert sinkt demzufolge und unter Umständen seht ihr die Effekte sogar. Zum Beispiel wird das Bild rot oder verschwommen oder wenn euch kalt ist, fangt ihr an zu zittern. Nehmen wir an, euer Arm ist gebrochen. Nicht schwer, vielleicht nur eine minimale Fraktur, ergo eine Verletzung der Stufe 3. Übrigens hätte Richard Tyrer die Stufennummerierung gerne andersherum gehabt, sprich 1 die leichteste und 3 die schwerste, aber es hat sich so im Laufe der Entwicklung ergeben und nun wird nicht mehr daran herum geändert. Stufe 1 ist somit die schwerste Verletzung, Stufe 3 die leichteste. Also, mit einer Stufe 3 Verletzung, einer kleinen Fraktur, könnt ihr den Arm immer noch benutzen, aber vielleicht kann man damit keine schwere Waffe mehr heben oder nur noch ungenau zielen, was durch ein Schwanken des Bildes simuliert wird. In solch einer Situation kann es nun klug sein, in ein Krankenhaus zu gehen, um diese Verletzung zu entfernen, denn es wird keine Möglichkeit mehr geben, solche Verletzungen draußen im Feld zu heilen, die Allzweckspritze zu benutzen, denn die ist von jetzt an Geschichte. Allerdings muss man sich auch bei der Wahl von Krankenhäusern überlegen, welche Einrichtung man aufsucht. Es gibt verschiedene Klassifizierungen der medizinischen Einrichtungen und zwar, ihr ahnt es, die Stufen 1, 2 und 3. Ein Krankenhaus oder vergleichbare Einrichtung wird als Tier 1, als Stufe 1 klassifiziert, was die beste Einrichtung ist, die man bekommen kann. Diese Orte werden immer in der Lage sein, alle Verletzungen zu heilen. Stufe 2 ist die zweite und die dritte die niedrigste Kategorie, wobei gilt, mit einer Verletzung der Stufe 2 oder 1 kann ich nicht in einer Einrichtung der Stufe 3 geheilt werden. Mit einer Verletzung der Stufe 3 kann ich somit in allen Krankenhäusern geheilt werden, mit einer Verletzung der Stufe 1 somit nur entsprechend in mit Stufe 1 klassifizierten Einrichtungen. Eine Stufe 1 Verletzung könnte zum Beispiel eine Mehrfachverletzung sein, bei der man seine Arme nicht mehr benutzen kann. Nun, man kann seine Arme vielleicht noch für den einen wichtigen Moment benutzen, wenn es um Leben und Tod geht, zum Beispiel wenn man über eine Mauer muss, um dem Feind zu entkommen, aber man wird nicht mehr in der Lage sein, eine 20 Meter lange Leiter hochzuklettern. Wenn euer Schiff also über eine Leiter bestiegen werden muss und ihr eure Arme mit einer Stufe 1 Verletzung unbrauchbar gemacht habt, dann habt ihr mit einer derartigen Verletzung ein riesiges Problem. Um das Healing Medical Gameplay nicht nur über Krankenhäuser, sondern auch für Spieler als Gameplay-Element zu gestalten, hat CRG ein Medical Multitool-Aufsatz entworfen. Somit erhalten wir eine Art dedizierte Heilungspistole. Das Multitool selbst wird also eine verbesserte Version des bisherigen MedPens sein.
Wobei es den MedPen, diese Spritze, immer noch geben wird. Aber damit wird man im Wesentlichen nur noch ein paar Gesundheitspunkte wiederherstellen oder Medikamente, Schmerz- oder Aufputschmittel spritzen können. Für eine Erstversorgung von Verletzungen aber wird man das Multitool mit dem Heilungsaufsatz benötigen. Damit wird man nicht nur einfache Verletzungen heilen, sondern auch Personen scannen können, um zu verstehen, welche konkreten Verletzungen überhaupt vorliegen. Um Instant Kills möglichst zu verhindern und das Heilungsgameplay auch bei schweren Verletzungen überhaupt zu ermöglichen, wird CRG den Down State einführen. Das bedeutet, dass jedes Mal, wenn ihr in Star Citizen wahrscheinlich gestorben wärt, ihr nun Down State geht, eine Art der Bewusstlosigkeit. Man ist also nicht tot, sondern nur aktionsunfähig, stirbt aber langsam. Zum Beispiel innerhalb eines Zeitraums von 2 Stunden. In solch einer Situation hat man 2 Möglichkeiten zu agieren. Entweder wartet man auf die Hilfe seiner Gruppenmitglieder, mit denen man gemeinsam unterwegs ist, oder man drückt den Knopf zum Respawnen, entscheidet sich also bewusst für das Ableben des Spieleravatars. Erinnert euch bei dieser Gelegenheit daran, was Chris Roberts erzählt hat, dass man zukünftig nur noch 3-4 Mal respawnen können wird, bevor man dann einen neuen Avatar, sozusagen den Erben, erstellen muss. Mit dieser Mechanik möchte CIG neben dem Heilungsgameplay auch erreichen, dass die Spieler verantwortungsvoll handeln und das Sterben im Spiel nun kein einfacher Knopfdruck und Instant Respawn ohne Konsequenzen mehr ist. Nein, Sterben ist nun ein echtes Problem. Wie gesagt, könnt ihr im Downed State auf jemanden warten, der kommt und euch rettet. Der könnte euch wiederbeleben und oder ins Raumschiff tragen und zu einem Krankenhaus fliegen. Ausnahme übrigens, euer Gesundheitswert geht so stark ins Negative, dass ihr dennoch sofort tot seid, zum Beispiel wenn ihr EVA von einer Railgun der Idris getroffen werdet. Aber sagen wir, ihr werdet wiederbelebt. Aber jetzt habt ihr schwerste Verletzungen, eine Stufe 1 Verletzung an den Beinen. Ihr könnt also noch nicht mal aufstehen. Ihr könnt höchstens auf dem Bauch kriechen. Was nun? Hier kommt das Multitool ins Spiel. Ein Mitspieler kann damit die verletzten Körperteile scannen. Er kann die Verletzungen identifizieren und dann auswählen, welche Medikamente er euch verabreichen kann, um euch zumindest vorübergehend wieder auf die Beine zu bringen. Nicht falsch verstehen. Es heilt die Verletzungen nicht, aber es beseitigt für kurze Zeit die Symptome, sodass ihr vielleicht doch noch eigenständig in das Krankenhaus gelangen könnt. Oder auch in die 890 Jump oder die Carrack, die über Behandlungsmöglichkeiten der Stufe 2 verfügen. Wenn nur die Cutlass Red zur Verfügung steht, kann euch das zumindest am Leben erhalten, bis ihr ins Krankenhaus gekommen seid, um dort mit dem Stufe 1 Equipment eure schweren Verletzungen zu heilen. Und dann hat CRG das entwickelt, was sie Blood Drug Level nennen, den Blutdrogenspiegel oder vielleicht auch den Vergiftungspegel. Der Blood Drug Level ist auf jeden Fall das, was auf eurem HUD als Teil eurer aktiven Status-Widgets angezeigt wird. Es ist im Grunde genommen euer Anzug, der die Menge an Medikamenten und Drogen in eurer Blutbahn überwacht. Das können MedPens sein, es kann auch Alkohol sein oder harte Drogen, die CRG noch ins Spiel bringen möchte. Ihr müsst abwägen, was ihr konsumieren möchtet oder abwägen, was ihr einem Verletzten zumuten möchtet. Zu viel Morphium könnte dann auch wieder kontraproduktiv sein. Im Falle einer Überdosis läuft ein Timer rückwärts, in dessen Zeitrahmen man sich seine nächste Aktion überlegen kann, bevor der Patient dann vielleicht doch, im Zweifelsfall eher unfreiwillig, respawnen muss. Es ist also immer gut, einen Fachmann mit an Bord zu haben, wenn es um die Erstversorgung von Wunden geht. Apropos, wenn ihr ein Schiff mit medizinischen Einrichtungen habt, könnt ihr tatsächlich vom sogenannten Heilberuf profitieren. Das ist der Ersthelfer. Das kann ein Freund oder ein Gruppenmitglied sein. Ihr seid also gestorben, durch einen Railgun-Schuss oder eine Überdosis, wer weiß. Und mit diesem Tod geht natürlich der Verlust eures Inventars einher. Somit verliert ihr den Inventarteil, den euer Avatar zu dem Zeitpunkt eures Todes am Körper getragen hat, solltet ihr euch für das Respawnen entscheiden. Aus diesem Grund seid nicht zu schnell mit dem Drücken des Respawn-Knopfes. Diese Heilungsprofis werden in der Lage sein, euch zurückzubringen, euch Medikamente zu geben, um die Symptome zu lindern, die spezifisch für die Verletzungen da sind, sodass ihr vielleicht doch noch ein paar Meter laufen könnt oder zumindest am Leben bleibt, während sie euch zum nächstgelegenen Krankenhaus transportieren.
Sie können euch zum Schiff zurückschleppen, versorgen und einen Notruf absetzen, damit ihr von einem Sanitätsschiff zum Krankenhaus transportiert werdet. All diese Möglichkeiten wird es geben. Das bedeutet aber auch, mit Einführung des Heilungsgameplays, dass ihr im Falle eines Respawns nicht mehr in eurem Hab aufwacht, sondern in einem Krankenhaus. Und wenn ihr dort aufwacht, wo ist euer Inventar? Ihr ahnt es, denn wie im richtigen Leben werdet ihr nicht voll gerüstet aufwachen, sondern in einem medizinischen Kittel. Jetzt entscheidet sich, seid ihr gestorben und euer Leichnam liegt irgendwo auf einem entfernten Mond oder Planeten? Dann müsst ihr schnell dorthin, um nach eurem Hab und Gut zu suchen und eurem Raumschiff. Hat euch euer Kompagnon ins Krankenhaus gebracht oder seid ihr aus welchem Grund auch immer innerhalb einer Landezone gestorben, wo die Sicherheitskräfte euch aufgelesen und ins Krankenhaus gebracht haben, dann werdet ihr eure Ausrüstung in einem Spind im Krankenhaus finden und wieder eurem Inventar hinzufügen können. Um das nochmal zu verdeutlichen, nur Einrichtungen oder Schiffe der Stufen 2 und 1 werden die Möglichkeit haben, Respawn-Punkte zu setzen. In Krankenhaus- oder Schiffsbetten der Stufe 3 wird das nicht möglich sein. Die Cutlass Red ist nur ein kleines Sanitätsschiff der Stufe 3, weshalb man hier nicht mehr respawnen können wird. Diese bisher mögliche Funktion wird also aus dem Spiel entfernt, war nur eine Übergangslösung. Aber das ist auch schon immer die Absicht gewesen. Es war eine Art Platzhalter im Rahmen der Entwicklung von Star Citizen. Aber keine Sorge, CIG möchte an allen großen Landezonen große Krankenhäuser haben und an den Reststops Kliniken einrichten. Man geht also dorthin, wählt seinen Respawn-Punkt und freut sich auf ein spannendes Spielerlebnis. Das alles hängt natürlich später zusammen mit der Death of a Spaceman DNA Integrity. Wie gesagt, guckt euch da gerne auch das Video von Chris Roberts an. Wo wir gerade mehrfach das Inventar angesprochen haben, auch das wird sich ändern, Stichwort physikalisches Inventar. Damit werden wir zukünftig nicht mehr den unendlichen Rucksack oder die unendliche Handtasche à la Hermine Granger mit uns herumschleppen, den wir aktuell noch mit der PMA haben, die Personal Manager App. Die Personal Manager App wird entfernt, sodass wir zukünftig das Inner Thought System, das innere Gedankensystem, verwenden müssen, das Radialmenü, das vermutlich nur wenige von uns bisher benutzen. Kleine Zwischenfrage von mir an dieser Stelle an euch. CIG hypt das Radialmenü, das Inner Thought Menü. Ich persönlich finde es furchtbar. Es ist langsam und es ist die Antithese von intuitiv. Finde ich. Aber wie seht ihr das? PMA oder Inner Thought Menü? Was ist euch lieber? Schreibt mir eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare. Zukünftig werden wir nur Zugriff auf die Inventargegenstände haben, die wir bei uns tragen und die wir auch bei uns tragen können. Wir haben also ein großes Inventar im Hangar. Vor einer Reise müssen wir uns überlegen, was wir mit an Bord des Schiffes nehmen. Ergo, wenn wir losfliegen, haben wir nur noch Zugriff auf die Gegenstände, die an Bord sind, nicht die, die im Hangar verblieben sind. Verlassen wir das Schiff zwecks einer Erkundungstour im Weltraum oder auf einem Mond oder Planeten, haben wir nur noch Zugriff auf die Gegenstände, die wir am Körper tragen, die in unseren Taschen oder in unserem Rucksack sind und das war's. Wenn ihr also sterbt oder in den neuen Downstate geht, werdet ihr eure Sachen, die ihr bei euch hattet, verlieren. Übrigens, was mit dem Raumschiff und dem dortigen Inventar passiert, wird in diesem Video nicht erzählt. Meine Vermutung ist, entweder wir reisen dorthin und hoffen, dass es niemand vor uns gefunden hat, um dann das Schiff mitsamt Inventar wiederzubekommen, oder wir machen einen Versicherungsfall draus, reclaimen also das Schiff und verlieren damit auch das Inventar. Zumindest das, was gegebenenfalls nicht versichert war, abhängig davon, was man gegen Verlust und oder Zerstörung später dann überhaupt versichern können wird. Für das Inventarmanagement wird man im Inner Thought Radialmenü Gegenstände hin und her schieben können, zum Beispiel zwischen Schiff und Hangar und eigenem persönlichem Inventar. Zusätzlich werden wir im MobiGlass einen Asset Manager bekommen, mit dessen Hilfe wir bestimmen können, wo in der Welt von Star Citizen sich welche unserer Gegenstände, Raumschiffe und Fahrzeuge befinden. CIG hat das Radar- und Scansystem sowohl für Schiffe als auch für FPS-Gameplay zu Fuß entwickelt. Damit wollte CIG erreichen, dass beide dasselbe System benutzen, damit sowohl Schiffsradarsysteme Daten vom FPS-System nutzen können und umgekehrt.
Damit möchten sie unter anderem auch erreichen, dass kleine, schwache Signaturen von stärkeren Signaturen überdeckt werden können, sprich eine große Signatur die andere dämpft. Um uns ein Bild davon zu geben, gibt Richard Tyra das Beispiel, wenn er unter der Dusche steht und seine Frau zu ihm ruft von außerhalb, dann kann er sie nicht hören, weil ihre Stimme von den Geräuschen der Dusche übertönt wird. Aber sie könnte ihn deutlich hören, sollte er etwas rufen. Das ist es im Grunde, was CRG als Teil davon implementiert hat oder implementieren möchte. Wir werden also dieses Gameplay bekommen, bei dem ihr auf der FPS-Seite Ursache und Wirkung habt. Wir werden in der Lage sein, einen großen Generator einzuschalten und uns in diesem Lärm zu verstecken. Aber es soll dennoch kein Gameplay sein, keine Mechanik sein, die durchgehend in dieser Form funktioniert. Immer nur für kurze Momente, wenn es strategisch notwendig ist. Wenn man einen Ping durchführt, wird das Konsequenzen haben. Spieler werden benachrichtigt, dass sie gepingt wurden und die eigene Signatur desjenigen, der gepingt hat, leuchtet auf wie ein Weihnachtsbaum. Mit einem Ping im Weltraum kann man also Dinge entdecken, aber im Grunde genommen ist es auch wie ein Schrei in der Dunkelheit. Es ist also ein kleines Katz-und-Maus-Spiel, bei dem man entscheiden muss, ob man seinen Standort preisgeben möchte oder nicht. Unter Umständen könnte es klug sein, zuerst zu prüfen, ob man in der näheren Umgebung alleine ist. Ein Unterschied zwischen FPS und Schiffen ist, dass Schiffe alle Signaturen passiv erkennen. Die elektromagnetische Signatur, die Infrarotsignatur und die Querschnittssignatur. Das sind drei Signaturen, die passiv von Schiffen erkannt werden können. Aber die Cross-Signature, die Querschnittssignatur, die bei Raumschiffen den Querschnitt eines Scanzieles abtastet, ist auf der FPS-Seite eine Audioerkennung. Ergo ersetzt Schall den Querschnitt. Weiterhin sind im FPS-Gameplay EM und IR dasselbe. Euer Radar sucht demzufolge beim Herumlaufen passiv nur nach Schall. Wenn jemand einen Gegenstand wirft, könnte das FPS-Radar das auffangen und euch die Richtung des Geräusches weisen. Der Ping hingegen sucht alle anderen Signaturen. Das Scannen zu Fuß funktioniert dann wie bei Schiffen. Ihr ruft den Scan-Modus auf, könnt eine Person scannen und die verschiedenen Informationen über sie herausfinden. Was sie bei sich trägt, ihren aktuellen Status, die Organisationszugehörigkeit, ob sie ein Strafregister hat, vielleicht sogar den Namen und so weiter. Dieses Gameplay ist sehr wichtig beim Bounty Hunting, bei der Kopfgeldjagd. Und dann haben wir zuletzt das Hacking. Hacking ist ein eigenständiges Feature, das für sich steht. Wir haben die Hacking-Chips, die es aktuell ja auch schon im Spiel gibt und die es auch weiterhin geben wird. Man besorgt sie sich, steckt sie in die Konsole, die man hacken möchte und startet ein Minigame, um zum Beispiel die KI zu umgehen oder Fragmente von Passwörtern zu verwenden. Hat man genügend Fragmente gesammelt, kann man das Passwort zusammensetzen und es zum Öffnen der gewünschten Türen verwenden, den Zugang zu einem Hauptterminal, zu Aufzügen und so weiter. Das Ganze soll natürlich skalierbar werden, mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, zeitlichen Begrenzungen, vielleicht Tools, die beim Hacking-Vorgang unterstützen, Gegner-KIs und so weiter. Zum Abschluss erzählt Richard Tyra, die Entwicklerteams treiben Star Citizen in die Richtung, die Chris Roberts immer im Kopf hatte. Diese Vision des Spiels, immer weiter. Alles, was sie hinzufügen, steht im Einklang mit dem, was Chris dem Spiel hinzufügen möchte. All diese Features wurden von Chris priorisiert, um das Spiel zu erweitern. Und der Weltraum ist beängstigend. Er ist gefährlich. Du erkundest diese unbekannten oder bekannten Planeten, aber genauso wie du hier auf der Erde nach Afrika oder auf eine arktische Expedition oder auf dem Amazonas oder sonst wohin gehst, das ist im Regelfall nicht deine gewohnte Umgebung. Du wirst dich auf diese Umgebung vorbereiten müssen. Wird es also heiß sein? Wird es trocken? Wird es arktisch sein? Wird es Ungeziefer? Wird es Monster geben? Muss ich Tabletten nehmen oder brauche ich bestimmte Kleidung, die mir hilft? Und genau so, wie ihr auf eine Expedition auf der Erde gehen würdet, sollt ihr all diese verschiedenen Planeten, diese verschiedenen Monde und all diese verschiedenen Höhlenexpeditionen erkunden. Und dazu müsst ihr als Teil dieses Gameplay-Loops verstehen, was euch erwartet. Dass ihr nur Sachen mitnehmt, die ihr auch wirklich braucht. Es liegt also an jedem Einzelnen, diese Entscheidungen zu treffen und sich bewusst darüber zu sein, dass man nicht nur die Sachen an seinem Körper, sondern möglicherweise das ganze Schiff verlieren kann. Ihr werdet also sinnvolle Entscheidungen treffen müssen und diese Entscheidungen werden immer Konsequenzen haben. Und das wird das Gefühl geben,
dass ihr dieses Universum immersiver erkundet, als wenn man sich nur sagt, oh, ich bin auf dem Grund der Höhle, ich hol mal meinen PMA und habe Zugang zu allem, was ich gekauft habe. Star Citizen soll sich nicht anfühlen wie ein bisschen echte Welt im Cheat-Modus. Das würde das Erfolgserlebnis schmälern. Stattdessen bietet Star Citizen Herausforderungen, denn die Herausforderung ist da, um sie zu überwinden. Also ja, es ist gut, ein paar dieser Gameplay-Loops einzubauen, schließt Richard Tyra. Und ich schließe mit diesem sehr umfangreichen Video. Vielen, vielen Dank, dass ihr bis hierher zugeschaut und eingeschaltet habt. Wenn ihr noch mehr Star Citizen erleben und gucken möchtet, schaut rein bei PsychShot. Der streamt fast jeden Werktag zwischen 10 und 13 Uhr und hat für seine Subscriber im Moment auch ein tolles Event, eine Verlosung am Laufen, glaube ich. Schaut einfach mal gerne rein bei ihm auf twitch.tv/PsychShot. Seid dabei, stellt Fragen, schaut zu, habt Spaß. Ich bin auch dann und wann mal dabei. Unter anderem planen wir uns das neue PTU anzugucken. Und dann noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Die Verse Night, wie immer mit spannenden Themen und diesmal Knacksgeschwafel. Und auch im August und September stehen super spannende Sendungen an. Was es wird, verrate ich noch nicht, aber die Planung steht bereits und ich freue mich schon auf die ganzen nächsten Verse Nights mit Mitch van Heiden und Danny und unseren spannenden Gästen. Insgesamt, noch als ganz kurzes Resümee, bin ich super gespannt auf das, was da alles auf uns zukommen wird. Und boah, Star Citizen nimmt einfach eine Dimension an, die ich mir selber nicht vorgestellt habe. Ich verstehe immer mehr, was die Vision von Chris Roberts bedeutet, dass es eben nicht irgendwas Arkadiges ist, dass es wirklich etwas, eine eigene Welt ist, wo ich mich auch gerade jüngst daran erinnert habe, es gab mal die Aussage, dass Star Citizen so weit gehen soll, dass man eigentlich nicht mal ein Raumschiff braucht, dass man auch einfach irgendwo auf einem Planeten leben kann, um dort sein Unterhalt zu verdienen, Schiffe reparieren, Menschen heilen, was auch immer, vielleicht auch Händler, was es dort auch immer geben wird. Es wird also wirklich eine Art Second Life werden, viel, viel, viel mehr, als wir uns anfangs vor 10 Jahren noch vorgestellt haben oder hätten vorstellen können. Ich habe das immer mit kritischen Augen gesehen, aber ich muss auch zugeben, wenn ich mir das alles durchlese, bin ich auch wieder ein bisschen gehypt und bin super neugierig, was das alles bedeutet und ja, wie sich dieses Spiel weiterentwickelt wird, ob sie weiterhin die technischen Grenzen dessen springen, was bis heute möglich gewesen ist. Stichwort eben dynamisches Server-Meshing. Ja, der Entity Graph, iCache, dass wir wirklich dann gleichzeitig mit tausenden Spielern weltweit unterwegs sein werden. Das Heilungs-Gameplay, Inventar-Gameplay, das wird super, super, super spannend und denke ich auch sehr, sehr interessant werden, einfach fremde Welten zu erkunden und vielleicht sie auch wiederholt zu erkunden, weil sich immer wieder was Neues ergibt. Und es gibt ja auch diese dynamischen Events, die sie jetzt mit einbauen. Ja, Wahnsinn, was sie hier entwickeln und wie sie sich nicht ablenken lassen vom Kurs. Und es hat mich überaus gefreut. Natürlich lässt die negative Berichterstattung einen einfach auch zweifeln und man fragt sich schon so ein bisschen im Hinterkopf, Mensch, was geht da? Ist da wirklich alles in Ordnung oder ist da doch irgendwas im Argen? Und dann einfach zu hören, dass es so viel Spaß macht, dort zu arbeiten. Das ist so wertvoll und hat mir einfach nochmal so diesen Motivationsschub auch nochmal gegeben, dabei zu bleiben und überzeugt zu sein von dem, was CRG tut und was wir als Creator und als Community tun, nämlich dabei zu sein, zu testen, Spaß zu haben, aber auch mal zu fluchen, aber auf jeden Fall Fehler zu melden und einfach diese Entwicklung weiter zu begleiten. Ich möchte mich bedanken bei meinen Unterstützern auf tippi.com. Seid auch ihr gerne dabei. Ich freue mich über jeden Euro als Dankeschön für die viele Arbeit, der in die Videos reinfließt. Kommt gerne dazu auf www.tippi.com/astrosam
Und dann bedanke ich mich für das Zuschauen nochmals. Freue mich auf das nächste Video, freue mich auf die nächsten Inside Star Citizens und sage Tschüss, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss.